der Zulauf sich jetzt etwas beruhigt hat, glaube ich, können wir auch 3 Minuten früher beginnen. Wunderschönen guten Abend. Ich bin höchst erfreut, wie viele Leute gekommen sind. Und es ist wirklich kein Stuhl frei geblieben. Irgendwie diejenigen, die das organisiert haben, die haben das super gemacht. Das muss ich mal so sagen. Hat ja mehr als genau gepasst. Ich möchte ganz kurz sagen über den Rahmen. Das ist hier die Danziger Straße 50. In diesem Zentrum ist die BGE-Werkstatt. Hauptsächlich betrieben von Michael Fielsch. Also wer sich ein bisschen auskennt bei Hartz IV in Berlin, der ist den Namen schon öfter begegnet, als BGE-Papst. Aber ich glaube, du bist auch abgetreten. Ne? Du bist auch abgetreten als BGE-Papst. Bist du noch? Hammer, also sah jedenfalls so aus, als würde er dem anderen Papst vorneweg abtreten. Er hat ihm jedenfalls den Weg gezeigt. Und mit ganz vielen Aktionen und so weiter. Das ist die Geschichte, die Werkstatt gibt es hier. Da läuft einiges dadurch haben wir jetzt hier auch den Rahmen bekommen. Das ist das Vorwort. Jetzt zur Sache. Ich lese einfach nur mal einen Satz vor oder zwei. Sehr geehrte Bundesagentur für Arbeit, wie viele Tote, Geschädigte und geschändete Hartz-IV-Bezieher wollen Sie noch auf Ihr Konto laden? Wie viele dauerkranke, frustrierte und von subtiler Gehirnwäsche geprägte Mitarbeiter wollen Sie in Ihrem Konstrukt Jobcenter-Maschine durchschleusen? Fragen, die mich als Jobcenter-Mitarbeiterin bewegen. Ich begrüße heute Abend hier Inge Hannemann. Ich rede noch einen Moment weiter, nur dass ihr wisst, aus Hamburg. Und ich möchte nur sagen, durch diese Zeilen ist, ich will mal sagen, da geht was, kommt was in Gang. Mein Wort, als ich das gelesen habe, mein inneres Wort war, jetzt wird der Damm von zwei Seiten angebohrt. Ja, und wir treffen uns schon, das ist ja schon was. Das ist also unglaublich und was noch viel witziger war oder wir haben die Vereinbarung, dass wir hier sprechen, getroffen, bevor der Text raus war. Also es war für mich, als der Text dann da war, gesagt, mein Gott, was für ein Geschenk. So muss ich das sagen. Natürlich ist sowas außerordentlich strafbewehrt, mit allem, was damit zusammenhängt. Und deswegen möchte ich gleich vorneweg eine Kleinigkeit sagen. Es wird gefilmt und aufgenommen und ins Internet gestellt. Wir nehmen uns aber das Recht, also nicht einfach das ins Internet zu stellen, sondern dass gewissermaßen, wenn gewisse Sachen gesagt werden, dass man da drauf gucken kann und gewisse Teile auch rausschneiden kann. Damit das möglich ist, gilt für alle anderen absolutes Film- Aufnahmeverbot. Nur, dass das ganz klar ist. Ich bitte, das zu respektieren, weil das liegt einfach in der Sache. Ja, so. Wir wollen frei miteinander sprechen und wir wollen aber nicht irgendwelche komischen Sachen nachher daraus genudelt kriegen. So, das ist die Geschichte. Ich möchte, weil das, wenn man sowas liest und zunächst ist das überhaupt kein Thema, das kann ja jeder schreiben, aber wenn dann drinnen steht, Fragen, die mich als Jobcenter-Mitarbeiterin bewegen, in dem Moment fühlt man ja was, dass da was losgeht. Und da kann man sagen, ist das jetzt was ganz Böses, ist das Revolution oder was ist das? Da möchte ich einfach vorneweg was ganz Einfaches sagen, wo wir uns hier eigentlich befinden. Wir befinden uns in der Bundesrepublik Deutschland. Da muss sowas immer möglich sein. Das muss man einfach wissen. Und das ist nicht böse und das ist nicht Revolution, sondern das ist der ganz gewöhnliche, im besten Sinne gewöhnliche, demokratische Prozess. Ich möchte einfach auf das, weil es ist jetzt was passiert, ich möchte da nur hinweisen. Es gab ein Urteil für Väter, die ihre Samenspenden gegeben haben. Die hatten die Absicherung, dass ihr Name immer anonym bleiben würde. Das heißt, die konnten ihre Samenspenden abgeben, die Ärzte haben die irgendwo dann appliziert oder injiziert und Kinder in die Welt gesetzt und offiziell galt das Urteil, die bleiben lebenslang anonym.
Ja, dann kam das unglaublich Interessante, dass plötzlich eine dann inzwischen erwachsene junge Frau sagte, ich will meinen Vater trotzdem kennenlernen. Und ging zum Richter. Oder ging vor Gericht damit. Und das noch interessanter war, und das ist absolut richtig, der Richter hat sich das angeguckt und hat gesagt, bei dem ersten Urteil, da wurden die berechtigten Bedürfnisse des dann erwachsenen Kindes oder des heranwachsenden Menschen außer Acht gelassen. Ja? Und dann wurde dieses Urteil mit der Anonymität, die den Vätern zugesprochen hat, war kassiert. Das ist eine unglaublich interessante, und wenn wir jetzt in Hartz IV sind, das ist ja was ganz Interessantes in der ganzen Hartz IV-Geschichte, am Anfang wurde sehr stark agitiert von politischen Gruppen, die es schon gesehen haben, was los war. Das wirkt überhaupt nicht bei denen, die die Gesetze machen. Na, inzwischen werden immer mehr die Betroffenen wach. Wir kommen langsam immer mehr als Gesamtbetroffene in die Rolle von der jungen Frau, die sagte, so geht's nicht, wir sind auch noch da. Man kann nicht einfach über uns irgendwas dafür. Das ist der normale demokratische Prozess. Wenn man guckt, wie unsere Politiker haben das Problem, sie müssen Gesetze machen. Das ist ein Riesenproblem. Ich möchte nicht dabei sein bei denen, die Gesetze machen. Oder das ist jedenfalls ein Riesenproblem. Ne? Wenn man wirklich fragt, wie macht man ein Gesetz, genau genommen darf man ein Gesetz gar nicht machen. Man müsste mal so weit sein wie in der Naturwissenschaft. Kein Naturwissenschaftler darf ein Gesetz machen. Genau genommen muss man nämlich gucken, was ansteht, was richtig ist. Ja, das ist ein Entdeckungsprozess normalerweise. Unser Gesetzgeber ist weit davon entfernt, so organisiert zu sein, dass man Gesetzentdeckungsprozesse machen kann. Sondern da reden die Lobbys rein und dann macht man ein Gesetz. Und dieses Gesetz hat dann mit der Wirklichkeit unter Umständen so wenig zu tun, wie, naja, passt halt unter Umständen nicht. Und da muss man auf der Gegenseite sich äußern. Und nicht nur aus der Seite Hartz IV. Das ist ein wichtiger Prozess, der da läuft. Und der läuft dadurch, dass man, ich will mal sagen, irgendwann sich auch mal hinstellt und sagt, so geht's nicht. Dass diejenigen, die betroffen sind, aufstehen. Ja, und unsere Politiker haben zwei, die Tatsachen müssen beachtet werden, das Grundgesetz muss beachtet werden, das wird auch zu wenig getan. Ja, und die, die es trifft, müssen beachtet werden. Jetzt kommt das unglaublich Interessante, es sind nicht nur diejenigen, die Hartz IV sind, sondern es ist das ganze Volk, das betroffen sind. Auch die am Schreibtisch auf der anderen Seite, die sind auch betroffen. Ja, wenn man Unrecht tun muss, unter Umständen, dann ist man auch betroffen. Und das, wir haben heute den besonderen Fall, dass das stattfindet. Und damit das auch ganz sauber bleibt, möchte ich ein paar Regeln noch sagen. Es ist ganz wichtig, dass hier heute Abend, dass ich will mal sagen, auch als Begegnung gesehen wird. Ich weiß ja gar nicht, ich habe im Jobcenter viele Einladungen gemacht, wer wirklich gekommen ist, will ich auch gar nicht wissen. Aber das ist nicht, was nicht passieren darf, ist, dass hier Hass oder irgend sowas Parolen oder irgend sowas abgelassen wird. Nur, dass man, egal was hier besprochen wird, immer sachlich bleibt. Und sieht, es ist von beiden Seiten. Die eine steckt da drin, der andere steckt in der Position. Man wechselt ja auch manchmal oder sowas, dass das nicht stattfindet, dass es hier irgendwelche Aufrufe oder solche Sachen gibt. Wer in der Art sich hervortut, kriegt sofort ein Raumverbot. So. Das Zweite, was nicht geht, ist Einzelfallberatung. Das würde hier völlig alles sprengen. Wir müssen irgendwie beim Gesamtthema bleiben. Das wird dann Ihre Aufgabe sein, das zu machen. Und das Dritte ist, es wird heute Abend, das mit den Filmen habe ich erwähnt, wer gar nicht, was gesagt wird, wird auch reinkommen. Wer nicht will, dass das, was er gesagt, reinkommt, der sagt am besten nichts. Das ist ganz einfach. Ja, so. Kurz, wer nicht ins Bild will, bleibt bitte hinter den Pfeiler. Und wer nicht ins Bild will, auch nicht von hinten. Genau. So. Der kann sich noch umsetzen. So. Ja, und dann ist noch was zu sagen. Eintritt ist frei. Austritt kostet Geld. Nein, Spaß mal leider. Das steht ja nicht, ne? Aber wir haben natürlich Kosten mit diesem Abend. Raumkosten, Fahrkosten und so weiter und so fort. Wer kann, bitte, ja, wir stellen am Ende jemanden vor die Türe, ruhig was abgeben, so als geht. Kein Opfer, aber eine Spende. Ja, ich danke sehr und ich übergebe jetzt.
an Inge Hannemann. Guten Abend. Also ein paar Zettel habe ich jetzt hier auch in der Hand. Und ich habe fast die Befürchtung, ich werde mich total vertüdeln, weil ich überhaupt noch nie mit Zetteln gearbeitet habe. Ja, ich bin eigentlich ein total freier Redner, habe aber doch gedacht, eine kleine Struktur sollte ich zunächst zu Beginn mal reinbringen. Ja, das heißt nicht, dass ich ein strukturloser Mensch bin. Überhaupt nicht. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 44, habe eine 20-jährige Tochter, die seit fast 3 Jahren aber schon aus dem Haus ist und studiert im Ausland. Dann, die sehe ich nur einmal im Jahr in Semesterferien, ist auch gut so. Ich genieße meine neue Freiheit und ich genieße, dass meine Tochter alleine leben kann. Ja. Ich arbeite im Jobcenter, seit es die, ich sage wirklich, Hartz-Reform gibt. Ja, das heißt seit 2005, zunächst als Fallmanagerin, dann auch mit einer Fallmanagerin-Ausbildung. Wir waren die erste Charge damals. Ich war in Süddeutschland noch damals tätig, Freiburg, Mülheim, Lörrach. Ich weiß nicht, ob man das hier kennt, Freiburg wahrscheinlich schon eher. Lörrach kennt man eher von den Schreckenstories auch. Das ist Grenze Basel, Schweiz. Ja. Da habe ich auch über 20 Jahre gelebt, bin aber auch einen großen Teil in Hamburg aufgewachsen, bin in Hamburg geboren und hatte einfach Heimweh. Und habe mich dann sozusagen 2006, Ende 2005, Anfang 2006 sozusagen mehr oder weniger indirekt nach Hamburg versetzen lassen und bin dort in einem Jobcenter gelandet. Was habe ich vor dem Jobcenter gemacht? Eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, nicht so nett, wie ich sie jetzt formuliert habe, sondern eher, wie können Sie in dieses Konstrukt da reingehen, freiwillig? Wie können Sie diesen Staat, wie können Sie diese Willkür unterstützen, bewusst unterstützen? So werde ich damit konfrontiert. Kann ich verstehen. Wunderbar. Ja? Greife ich niemand mit an, ich kann es nachvollziehen und ich lasse es einfach stehen. Das lag daran, ich war zuvor bei Bildungsträgern tätig, bei den freien Bildungsträgern, bei sämtlichen großen Bildungsträgern, die es gibt. Ich nenne das immer Dozentenhopping, ja, weil ja irgendwann mal das freie Verkaufen von Maßnahmen durch einen Bildungsträger vorbei war und dann gewann der Bildungsträger, und das ist bis heute so, der einfach den günstigsten Preis hat. Ja, und deswegen machen die Dozenten immer dieses Trägerhopping. Ja, da war ich natürlich auch ein Opfer von, habe aber viele Jahre in einem Träger durchgehalten und er auch mit mir, war dort im Hauptschulprojekt tätig für Hauptschüler mit Anerkennung auch auf Lehramt, habe dort Mathe, Deutsch unterrichtet dann, und später erst dann Bewerbungstraining, EDV-Training, Lagerfachleute habe ich 3 Jahre ausgebildet, auch als Ausbilderin. Und so bin ich sozusagen eigentlich in das Konstrukt auch der Bundesagentur für Arbeit reingekommen. Ja, das heißt, vor Jobcenter war ich schon 10 Jahre bei Bildungsträgern tätig, kannte die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit, weil wir haben damals noch die Maßnahmen selbst kreiert dann und verkauft. Ja, das heißt, ich bin los zu den einzelnen Agenturen, hauptsächlich in Lörrach und in Mülheim, habe gesagt, schauen Sie mal, ich habe hier einen Kurs entwickelt für Wiedereinsteiger und Frauen nach der Erziehungszeit. Den würden wir gerne anbieten. So und so und so sieht das aus. Dann, und dann hat die Agentur noch selbstständig sagen dürfen, finanzieren wir ihn. Ja. Gut, irgendwann habe ich gedacht, naja gut, Bildungsträger hin und her, dieses Hopping macht mich auch nicht jünger. Dann, und diese finanzielle Unsicherheit, habe ich morgen noch einen Job oder nicht, war aufgrund dessen, dass ich von Anfang an alleinerziehend war, stellte einfach eine Gefahr für mich dar. Ja, weil mir immer klar war, ich möchte selber nicht vom Arbeitsamt oder irgendwann auch von diesem Jobcenter abhängig sein. Ja, also, was machst du? Du gehst direkt selbst rein. Ja, bewirbst dich, du hast die Kompetenzen, du hast die Ausbildung, gehst du rein. Gut. Nebenbei bin ich auch noch Diplom-Fachjournalistin. Dann, das erwähne ich immer weniger,
Ja, das wird nicht so gerne gehört im Konstrukt des öffentlichen Dienstes, auf jeden Fall nicht in meinem Konstrukt. Dann, aber ist okay. Ich arbeite in dem Bereich auch ganz offiziell, auch mit Presseausweis, den ich habe, auch von einem offiziellen Verband. Dann, also nicht gefaked oder sonst was. So, und diesen Presseausweis und dieses Wissen um diese wirklich vierte Staatsgewalt, ja, die nutze ich für mich. Ja, und die nutze ich jetzt richtig auch kräftig jetzt mal. Ja. Dann. Gut, das mal, warum ich selber da reingerutscht bin, die Gründe. Dann, ich saß dann auch am Anfang in diesem Jobcenter im Fallmanagement und war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Ja, ich hatte einen ganz tollen Standortleiter, so heißt das bei uns. Ich weiß gar nicht, wie das in Berlin heißt. Ich habe auch schon Geschäftsführer gehört. Ja. Der kam von der Kommune, vom ehemaligen Sozialamt, das war ein Sozialpädagoge. Der war richtig klasse. Dann, wir waren mehrfach Mitarbeiter als Arbeitsvermittler. Auch das finde ich schon gut. Das findet man übrigens ganz selten in Deutschland bei den Jobcentern, dass es mehr Fallmanager als Arbeitsvermittler gibt. Also ein Jobcenter ist zum Beispiel das soziale Zentrum in Husum. Ja, das ist eine Optionskommune. Die haben ungefähr doppelt so viel Fallmanager wie Arbeitsvermittler. Ja, das ist für mich schon eine sehr, sehr positive Einstellung. Was ist der Unterschied? So, was ist der Unterschied? Okay. Der Fallmanager ist abgestellt, sage ich mal, also positiv jetzt in dem Sinne, für Erwerbslose mit, jetzt Fachsprache, multiplen Vermittlungshemmnissen. Also in der Regel ist es Verschuldung, Süchte, also Drogen, dann Langzeitarbeitslosigkeit. Ja, nur was ist Langzeitarbeitslosigkeit? Das ist immer die Frage. Für uns intern sind es immer 2 Jahre. Ja, für das SGB II ist es 1 Jahr. Ja, Sie sind 1 Jahr arbeitslos, vielleicht sind Sie schon ein bisschen älter, kriegen Sie noch 18 Monate Arbeitslosengeld 1, ja, und fallen dann aber schon in Hartz IV, ins SGB II. Ja, so, und der Fallmanager hat die Aufgabe, mit den Erwerbslosen einen Plan zu erarbeiten, wie kommt er von dieser Sucht weg, von den Schulden weg, also sozusagen die Stolpersteine zu beseitigen. Die haben etwas mehr Zeit. Man sagt bei uns in Hamburg, ich muss halt auch viel über Hamburg sprechen, da komme ich auch noch drauf, warum ich das so differenziere. 3 Jahre, also 3 Jahre, maximal 3 Jahre kann ein Erwerbsloser im Fallmanagement sein. Ja. Das sind Mitarbeiter, Angestellte, Beamte, die eine Fallmanagement-Ausbildung auch vorweisen müssen, eine sogenannte Zertifizierung. Ja, also was ich leider feststelle, ist, dass immer mehr die Parallelen machen. Das heißt, sie werden Fallmanager, sind es aber noch gar nicht. Ja, die Ausbildung ist sehr umfangreich, dauert in der Regel 1 Jahr. Ich finde sie bis heute sehr gut, hat einen sehr, sehr guten pädagogischen Ansatz. Dann geht auch Richtung Case Management, das heißt auch wirklich den Menschen als ganzheitlichen Menschen zu sehen. Ja. Ich sag mal, wenn man das System der Fallmanagement-Ausbildung verstanden hat, auch von der Würde des Menschen, da sind wir wieder, als auch vom Menschen selber, dann ist das ein sehr, sehr gutes Instrument. Ja. Gut. Also zu Beginn war ich begeistert, hat mir großen Spaß gemacht. Es macht mir immer noch Spaß, ja, aber da komme ich nochmal drauf auf diesen Punkt. Dann, aber es war ein anderes Arbeiten. Ja, es war alles neu. Keiner hatte eine Ahnung. Weder die Erwerbslosen, noch wir, ja, noch die BA, noch die Jobcenter oder damals ja noch die AGES. Ja, es hieß ja damals noch AGE, Arbeitsgemeinschaft. Wunderbar, alles neu ist immer gut. Ja? Okay, gut. Jetzt ist die Frage, warum stehe ich hier, warum betreibe ich diesen Blog? Warum habe ich diesen netten Brief geschrieben? Zynisch. Ja? Aber ich möchte mal, ich weiß jetzt nicht, wer hier sitzt. Keine Ahnung, wer Sie sind, das ist auch okay. Dann, ich möchte nur auch meine Kollegen begrüßen, falls sie welche sind. Ich habe leider momentan nur 4 Grundgesetze.
die sind für meine Kollegen gedacht, als Geschenk. Ja, ich verteile auch in Hamburg sehr gerne die Grundgesetze an meine Kollegen, ja, damit das einfach bekannt ist, ja, und auch gelesen werden. Wir legen die nachher da vorne hin. Ich habe auch da vorne, wo es die Getränke gibt, nochmal meinen Forderungskatalog als Kopie hingelegt, was ich als Jobcenter-Mitarbeiterin erfordere. Das ist auch auf meinem Blog dann klar sichtbar. Und ich habe, und das ist ja immer auch die Diskussion im Netz, ja, mit der Remonstrationspflicht. Ja, bin ich der verpflichtet oder nicht? Ich bin nicht verbeamtet. Ja, ich bin ganz normal angestellt. Dann, gilt die für mich oder gilt sie nicht? Ja, sie gilt auch für mich. Das heißt, ich habe tatsächlich auch die Pflicht, meinen Arbeitgeber auf Missstände, ja, auf Gesetzeswidrigkeiten aufmerksam zu machen. Das tue ich seit 5 Jahren. Ja? Ich habe es aufgegeben. Ich muss Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich mag nicht mehr. Und ab und zu bin ich auch stur und sage, jetzt könnt ihr mich. Ja? Aufgrund dessen habe ich vor rund einem Jahr auch mit dem Altona Blog angefangen. Und wenn Sie den mal angucken, mal wirklich alle Artikel angucken, es sind noch gar nicht so viele, ich glaube 32 oder 33, ich zähle gar nicht mit, dann sehen Sie die Steigerung. Ich habe ganz sanft angefangen, vorsichtig, ja, mit Artikeln. Und dann werden Sie aber Monat für Monat etwas krasser und noch direkter. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr durch. Ja, ich werde selber immer wütender. Und ich bezeichne mich als sehr, sehr geduldigen Menschen, durchaus. Und ich flippe selten aus. Ja? So, ich kann ja nun mal nicht körperlich ausflippen innerhalb vom Jobcenter. Ja? Oder meiner Zentrale, der Regionaldirektion oder auch nach Nürnberg. Das geht nicht, bin ich auch gar nicht dafür. Ja? Aber ich habe gedacht, Menschenskinder, du kannst mit der Sprache spielen. Ja? Die deutsche Sprache finde ich eine wunderbare Sprache zum Spielen mit den Wörtern. Dann nutzt das. Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt werde ich auch einfach immer mutiger. Und wenn die nicht hören wollen, dann muss ich einfach immer lauter werden. Ja? Selbst als ich leise war, habe ich schon Stress gehabt. Dann habe ich gedacht, gut, wenn ich leise bin und ich habe Stress, dann kann der Stress, wenn ich laut bin, gar nicht mehr werden. Ja? Und deswegen habe ich jetzt auch, ich glaube letzte Woche habe ich den Artikel gepostet, da war ich wirklich wütend. Ja? Ich konnte nicht mal sagen, über was ich wütend war. Ich war einfach wütend und habe mich hingesetzt. Ich glaube, in einer halben Stunde hatte ich das Ding fertig. Ja, bin dann nochmal einen Raum gegangen, einen Laster muss ich ja haben. Dann bin ich an die frische Luft. Ja, habe gedacht, wie so ein Dann habe ich ihn mal wieder durchgelesen und habe gedacht, der ist gut, der ist einfach gut. Ja, dann nochmal 2 Sätze umgebaut so, und habe gedacht, Inge, das haust du jetzt raus. Ja, dann. Und dann habe ich gedacht, ja, und ich habe mich gut gefühlt. Ja. Ja. Und das war es mir wert. Ich wusste in dem Moment, wo ich das ins Netz reingestellt habe, das könnte jetzt richtig Stress geben. Ja. Aber für den Moment und noch immer fühle ich mich gut, einfach aus der Perspektive raus, so, jetzt hast du mal den Mut gehabt. Ja, du bist diesen Zorn los. Und diesen Zorn habe ich tatsächlich damit losgekriegt. Ja. Der hat enorm reingehauen, der Artikel. Ja, also unzählig viele, wirklich tausende Klicks, dann ist weit verbreitet. Inzwischen hat sich eine Dame über Facebook bereit erklärt, das an die bundesweite Presse auch zu schicken. Dann hat unwahrscheinlich viel Zeit jetzt investiert und macht und tut. Und es gab auch Rückmeldungen, dann auch Interviewradio wird wohl auch folgen. Dann sehen wir. Ja, wir haben ja leider die Zeit. Ja, das heißt, wenn nicht morgen ist und nicht übermorgen, dann ist es nächste Woche, ist es übernächste Woche. Das ist gut, das ist der Wiederholungseffekt. Ja, die Werbung macht nichts anderes. Ja. Gut. Und ich möchte nochmal auch ganz klar darstellen, ich kämpfe nicht gegen was. Ich kämpfe für etwas. Ja. Das ist für mich eine ganz andere Einstellung. Ich will ja niemanden niedermachen. Ja? Weder mein
ist ja gar nicht mein Arbeitgeber. Mein Arbeitgeber ist nämlich die Stadt Hamburg. Ich bin hier nur ausgeliehen. Tatsächlich über eine Arbeitnehmerüberlassung. So nennt sich das. Ja? Das finde ich eigentlich schon hohn. Ja. Dann, aber gut. Ja, ich kämpfe nicht gegen die BA. Ich kämpfe auch nicht gegen die Regionaldirektion. Da komme ich nochmal drauf, was das genau ist. Ich kämpfe auch nicht gegen die Zentrale. Ja? Ich kämpfe aber gegen das, was tatsächlich passiert mit den Erwerbslosen. Ja? Und jetzt kommen wir mal schon ein bisschen zum härteren Punkt. Mit der gewollten Willkür, die wir auszuüben haben. Ja? Ob wir die jetzt verbal direkt gesagt kriegen oder über Anweisung, die HEGAS, ja? Handlungs- und Geschäftsanweisung heißt das, das ist mir ziemlich egal. Ja? Mir wäre es eigentlich viel lieber, man würde mir das direkt sagen, dass man sagt, Mensch Inge, ja, du hast hier einen Arbeitslosen, du hast einen Harzer. Ja? Ich rede immer wieder mal auch in den Sätzen, die ich zu hören bekomme, ja? Dann behandle den auch so. Ja? Du bist viel zu weich. Ja? Dann würde man sagen, okay, gut, dann bin ich halt zu weich. Ja? Aber ich kämpfe wirklich, also ich kämpfe für die Abschaffung der Sanktionen, ja, definitiv, ja, und auch für ein Sanktionsmoratorium. Ja. Sie sehen mich auch auf sämtlichen Petitionslisten, ja, und Sie haben vielleicht auch schon gemerkt, ich mache alles öffentlich. Ja, auch der Altona-Blog ist nicht anonym, da ist ein Impressum drin, mit meinem Namen, mit meiner Adresse. Auch, dass ich hier bin, habe ich veröffentlicht, auf meiner Homepage. Und ich habe auch veröffentlicht, wo ich die ganze Woche bin. Ja? Ich halte auch nichts von der Anonymität. Ja? Weil ich will ja, dass die Leute mit mir Kontakt aufnehmen. Ich will, dass die BA sagt, hey Hannemann, ja? Es passiert gar nichts. Passiert überhaupt nichts. Vorne rum. Ja? Vorne rum. Hinten rum passiert was. Ja? Dann, gut, ich will die Umsetzung nach dem Grundgesetz, ganz besonders wirklich auch die Menschenwürde nach Artikel 1, das heißt die Umsetzung, dass wir dazu verpflichtet werden, wir sind es an sich ja nach dem Grundgesetz, sonst bräuchten wir das ja nicht, ja, in Menschenwürde so zu arbeiten. Das heißt mit Respekt, auf Augenhöhe, nicht du Harzer, ich hier öffentlicher Dienst, ja, und habe die Macht. Das kann nicht funktionieren. Das wird nie funktionieren. Ja, weil der Erwerbslose sitzt unten und ich sitze oben. Da haben wir schon zwei verschiedene Stufen. Ja, ist genau dasselbe, wenn Sie sitzen und wollen eine Diskussion führen. Ja, und der andere steht, dann fühlen Sie sich immer kleiner. Ja, dann. Ich kämpfe auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Ein Punkt, der mir ganz bös angekreidet wird. Du bist für das bedingungslose Grundeinkommen, dann bist du ja gleich arbeitslos. Dann sind ja unsere Arbeitsplätze weg. Ja und? Ja, aber dann habe ich die Freiheit, das zu machen, was ich möchte. Ja? Können Sie mir jetzt auch sagen, ja Mensch Hannemann, dann geh doch woanders hin. Klar, Hannemann kann woanders hingehen. Ab 40 bin ich ja die Jüngste, ab 43 bin ich alt im Arbeitsmarkt. Ja? Und 7 Jahre noch länger öffentlicher Dienst sind Sie versaut. Ja, da will die freie Wirtschaft sie nicht mehr. Ja. Heißt aber nicht, dass ich trotzdem immer mal meine Augen aufhalte. Ja. Also kann mir doch nichts Besseres passieren wie das BGE. Ja. Dann, so, die Abschaffung der Willkür in den Jobcentern. Eine ganz starke Forderung meinerseits. Wir haben Willkür. Wir haben gewollte Willkür und wir haben ungewollte Willkür. Ja. Ich bin der Meinung, die kommt auch daher, weil die Gesetze, die wir haben, nach SGB II, nach dem Sozialgesetzbuch, in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch 3, ja, wenn ich sie jetzt in eine Maßnahme schicke, dann ist gar nicht das Sozialgesetzbuch 2, sondern das Sozialgesetzbuch 3 zuständig. Ja? So. Und das heißt, wenn ich hier von der Willkür spreche, ich sitze in einem Jobcenter Hamburg-Altona. Das ist klein, kuschelig, ja, wir sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Arbeitsvermittler nur. Ja, und die Hälfte davon vielleicht leise, ich habe noch nie durchgezählt, ein Fallmanager, immerhin, dann eine Teamleitung, ich glaube eine Stellvertretung, ja, so,
Ja, wenn ich jetzt heute Lust habe und ich habe keinen Stress zu Hause mit meinem Mann oder Freund oder sonst was, bin ausgeglichen, dann gebe ich ihm meine Maßnahme. Ja, so, weil ich heute lustig drauf bin. So, meine Kollegin hinter mir, die ist vielleicht schlecht drauf und sagt, heute gibt es gar nichts. Ja? So, dann geht der Kunde raus, entweder happy, oh, Hannemann war wieder großzügig, ja, oder sagt, oh, Hannemann war gar nicht großzügig, dann und beschließt Jobcenter Altona, das ist Schrott, die sind so geizig, ich ziehe jetzt mal um, dass es möglich ist oder nicht. Ja, ich ziehe jetzt in einen anderen Stadtteil, komme in ein anderes Jobcenter. So, dann sage ich, dann geh doch mal in den Stadtteil. Da ist das Jobcenter ganz großzügig. Da kriegst du alles. Ja? So, das beachtet dieser junge Mensch nicht oder der Erwerbslose zieht in einen Stadtteil, wo der Standortleiter sagt, es gibt ja gar nichts. Weder Bewerbungskosten, noch Reisekosten, noch Maßnahmen, noch Vermittlungsgutschein. Es gibt einfach gar nichts. Verstehen Sie? Und das ist für mich Willkür. Ja, wir haben keine Gesetze, die sagen, muss ich oder muss ich nicht. Wir haben nur Musssätze in Regelleistung, Kosten der Unterkunft, Mietkosten, Einmalbezahlung. Ich kriege ja nicht mal Sanktionen. Ja. Dabei sind die ja noch drin. Ja, alles, ich streng mich so an und kriegst du nicht. Ja, komisch, meine Leute sind auch nicht sicher. Ja, denn alles andere sind Kannbestimmungen. Ich kann. Ja. So. Und das kann ich runterbrechen bis auf die kleine Person Arbeitsvermittlung im Jobcenter. Ja. Die eigentlich gar nichts anderes zu tun hat, als als Erwerbslose kompetent wirklich im Rahmen der Menschenwürde zu beraten. Das ist deren Job. Ja. Und dann im Rahmen von dessen oder von dem, was möglich ist. Ja. So. Wie ich nachher arbeite, komme ich drauf. Ja? Man konnte mir bisher noch keinen einzigen Verstoß nachweisen. Ja? Ich kann auch anders arbeiten, ohne dass ich gegen ein Gesetz verstoße, auch wenn ich nicht sanktioniere. Da habe ich eine kleine Nachfrage. Ich habe ja heute Ihr Blog mal überflogen, ja, und gelesen, dass eben diese Sanktionen verbindlich seien. Also dass man da schwer drum rumkomme, um die Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zum einen und um die gesetzliche Grundlage schwer drum rumkomme. Und wie machen Sie das, dass Sie die Sanktionen... Ich komme nicht drauf. Ja, okay. Sanktionen wird ja eh ein Thema sein. Ja. Ich liebe Sanktionen. Gut, was fordere ich noch? Kompetente Mitarbeiter. Auch ein, ich bewege mich ja sehr, sehr viel im Netz, dann, das liegt aber auch schon daran, ich google auch nach mir selbst, muss ich einfach, auch nach meinem Blog, aus Vorsichtsmaßnahmen, wer verlinkt mich, ja, ich habe immer wieder die rechte Szene bei mir mit drin, wo ich sofort natürlich blockieren muss, dann auch den Anwalt drohen muss, ja. Deswegen google ich nach mir und ich finde mich immer wieder in den Foren wieder, ja, auch Diskussionen um meine Person, bis hin natürlich auch zu Shitstorms, ganz böse Shitstorms, die ich erlebe, dann, aber das ist okay, damit muss ich einfach leben, aber diese Frage nach diesen kompetenten Mitarbeitern, ja, die kommt immer wieder, ja, welche Ausbildung haben die Mitarbeiter, ja, momentan ein sehr, sehr großes Thema. Wohl auch angedacht, dass das irgendwo auch beim Bundesverfassungsgericht wohl landen soll, die Überprüfung der Mitarbeiter. Ja, welche Qualifikationen bringen Sie dafür mit? Ein schwieriges Thema. Ja, wir haben in den Jobcentern alles sitzen. Ja, wirklich ohne jetzt eine Wertung. Ganz wichtig. Bewerten Sie das jetzt bitte nicht. Von wirklich Metzger, Bäcker, Versicherungskaufleute, Juristen, Sozialpädagogen haben wir ganz viele, Diplom-Sozialpädagogen. Dann so verkorkste hier Journalisten wie mich, Pädagogen, dann also Lehrer auf Lehramt, Bürokaufleute. Wir haben auch Umschüler bei uns sitzen, wir haben auch ehemalige Erwerbslose. Ja, dass dann natürlich diese Diskussion aufkommt, kann ich nachvollziehen. Ja? Es kommt auch immer wieder die Bitte,
zeigen Sie mir Ihre Zeugnisse. Das kommt schriftlich, das kommt mündlich, das kommt nicht nur bei mir. Von Kunden? Von Kunden, ja. Das wird teilweise eben auch ganz streng schriftlich eingereicht. Die Jobcenter antworten immer mit einem Standardsatz. Sie können davon ausgehen, dass unser Personal entsprechend geschult ist. Ja, das ist so dieser nette Satz. Genau, es ist ein Satz. Sie können sicher davon ausgehen. Ja. Gut. Menschen, die von außen reinkommen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, sind mir immer noch lieber als Menschen, die Akademie von der Bundesagentur für Arbeit durchlaufen haben. Weil die werden von Anfang an geprägt, ja, von, sage ich mal, diese subtile Gehirnwäsche. Ja. Die werden wirklich geprägt, wir haben hier nicht mehr Menschen, wir haben Nummern, wir haben Gesetze, wir haben Sozialgesetzbücher, 2, 3 und 10. Vielleicht mal noch 9 und 12. Ja. Und wir haben unendlich viele EGAs. Dann mach das mal so. Dieser Packen. Ja, ich habe ein schönes A, ja. Hängen Sie mich deswegen jetzt bitte nicht. Ja. Dieser Packen ist nur Sanktionen. Neue Bestimmungen vom Dezember 2012. Ja, da habe ich mir noch mal die Mühe gemacht, die alle auszudrucken. Ja, ich sage mal, wenn jetzt hier Jobcenter-Mitarbeiter dabei sind oder wenn die das im Internet sehen, die sehen das auch schon anhand des Papiers, das ist aus dem Büro geklaut ist. Ja, wir haben immer dieses graue Papier. Dann habe ich auch kein Problem mit, ich bringe es auch wieder ins Büro zurück. Ja, das ist ein Packen, ich habe den mir wirklich durchgelesen. Ja, ich habe gedacht, das mache ich zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann mein Mann fand das ganz furchtbar. Ja, er hat gesagt, du hast echt eine Macke, aber ist okay. Ja. Und der Witz ist, in diesen Unterlagen, einmal steht so, einmal steht so. Ja. Ja. Und ich war dann verwirrt. Ich war wirklich verwirrt. Dann, ich gucke sie mir alle an. Ich lese sie zumindest mal quer. Ich bemühe mich. Ja, ich selber arbeite zum Teil nach diesem Buch, ja, von Harald Thomé, als auch nach den gelben Büchern, Ratgeber für SGB II und III von Tuvas Verlag. Ich hatte die auch dabei, aber Berlin hat heute Morgen wunderbar begonnen. Ich bin angekommen, ich kannte Ralf ja gar nicht persönlich, ne? Und ich war ja aufgeregt, ich war gedacht, das irgendwie passt das zwischen mir und ihm. Das ist gut. Ja? So, also wir waren bei den kompetenten Mitarbeitern. Was heißt Kompetenz für mich jetzt persönlich? Für mich heißt Kompetenz, wenn ich auf der anderen Seite vom Tisch sitze, also als Arbeitsvermittlerin oder Fallmanager, dass ich die Leute respektvoll behandle, dass ich zuhören kann, dass ich fragen kann. Und zwar die Fragen, die ich fragen darf. Ja? Dass ich Zeit habe, dass ich Geduld habe, dann aber nicht, dass ich drohe. Ja? Und auch nicht, dass ich gleich beim ersten Gespräch hier schon mal, das ist die Angliederungsvereinbarung, ja? Die ich komischerweise immer vergesse, ich weiß auch nicht warum. Ja? Aber gut, das ist für mich Kompetenz, dass ich wirklich Interesse an dem Gegenüber habe, der mir sitzt. Ja, unabhängig von der Ausbildung, vom Lebensweg, vom Geschlecht, von Alter, Religion und sonst was. Also auch mal ganz brav nach dem allgemeinen Gleichheitsgesetz. Ja? Und vor allen Dingen, und das ist für mich ganz wichtig, tatsächlich unabhängig vom persönlichen Lebensweg. Ja? Und das Interessante ist, ich habe in meinem Jobcenter, ich bin ja mach U25, also junge Menschen von 15 bis 25 werden, ich kriege die Kunden, die meine Kollegen als schwierig einstufen. Ja, mit der Begründung, Hannemann macht hier ein bisschen Sonderaufgabe, das hatte ich auch so besprochen mit der Teamleitung, finde ich auch gut, wegen Fallmanagement und wegen, du hast Beziehungen, du hast Netzwerk, du kennst die Beratungsstellen, ja, Psychotherapeuten, du kennst sie alle und schöne Aufgabe. Ich habe keinen einzigen Schwierigkeiten, definitiv nicht. Ja.
die kommen, wenn ich sie einlade, ich schreibe dann immer, gar keinen Grund hin, also ich schreibe dann immer, Erstgespräch, das muss ich ja so machen, das sagt mir ja das System, persönliches Kennenlernen. Ja? Und ich habe auch schon geschrieben, persönliches Kennenlernen mit Keks und Kaffee. Ja? Dann kommen sie. Ja? So. Und dann sind sie auch neugierig. Ja? So, neuen Arbeitsvermittler, vielleicht ist der ja mal anders oder wie. Ja? Und dann kommen sie auch. Aber sie kommen auch beim zweiten Mal, sie kommen auch noch zum dritten Mal, sie kommen auch zum vierten Mal. Ja? Dann. Und das ist etwas, wo ich sage, so sollte es laufen. Ich habe auch Kunden, die nicht unbedingt gerne kommen. Ja, die rufen mich dann an, dann manchmal sehe ich auf meinem Anrufbeantworter dann morgens um 3, morgens um 4. Ja, und dann sprechen sie auf dem AB. Ich bin auf dem Kiez. Ja, ich kann nicht kommen. Dann, wo ich dann denke, dann gucke ich, 18, 19, ja, hat man durchgefeiert, warum auch nicht, ne? Dann, aber wenn der Termin ist, dann rufen sie mich wieder an. Ne? So, und dann klingt das nicht wirklich viel besser. Dann, aber ich kann mit denen tatsächlich 5 Minuten reden. Ja, ich sag mal, die Anwesenheitsquote liegt sonst bei 40-50%. Der Schnitt meiner Kollegen lädt 8 Kunden ein für einen Vormittag. Wir haben nur von 8 bis 12 Uhr auf. Ja, 8 werden eingeladen, damit mindestens mal 4 kommen. Ja, ich lade 5 ein und weiß, es kommen 4. Ja, wenn 5 kommen, dann komme ich auch schon in Stress von der Zeit her. Ja, ich rechne dann immer so mit 4. Ich will mich jetzt hier gar nicht loben, aber ich denke, es hat wirklich was auch damit zu tun, die Leute haben keine Angst. Die kommen einfach, weil sie auch wissen, sie können auch einfach mal mit mir quatschen. Ja? Gut, das heißt für mich Kompetenz. Quereinsteiger, die kommen ins Jobcenter, die kriegen Schulung. Jetzt raten Sie mal, wie lange? Wir machen hier mal, wer bietet mehr? 2 Wochen. 2 Wochen. 3 Tage. 2 Tage. 2 Monate. 2 Monate, da sind wir schon ganz gut. 48 Stunden. Ja. 2 Tage. Die bekommen Werbeschulung. Das ist unser internes System, was sich ungefähr alle 3 Monate ändert. Dann wird deswegen nicht unbedingt stabiler. Dann, also wenn Sie mal zurück überlegen, so, also Montag ist öfters mal so ein Tag, wo man plötzlich sagt, das System geht nicht, wir können Ihnen auch kein Geld auszahlen oder sonst was. Das liegt daran, dass am Wochenende das System gerne umgestellt wird. Dann läuft es aber Montag noch nicht, weil plötzlich alle Arbeitsvermittler, die wir haben, da sich einklicken am Montag. Ja? Und dann kommt der etwas bundesweite Absturz. Ja? Dann, ich sag mal, für uns Arbeitsvermittler, mich stört das nicht weiter. Mir ist das ziemlich egal, ich brauche das System nicht unbedingt. Ich kann mit den Menschen auch so reden, ohne immer einen Computer zu schauen. Das finde ich sowieso absolut unhöflich. Ja. Für die Leister ist es natürlich schwierig, wenn die Kunden Geld wollen. Da funktioniert einfach dann gar nichts. Ja. Das ist natürlich richtig übel. Dann. Gut, die Quereinsteiger kommen, sie kriegen die Werbeschulung. Denn ich habe mal letztens gelesen, im System, die geht anscheinend 2 Monate. Ich sage anscheinend. Ja, meine neuen Kollegen, die sind dann vielleicht mal 2 Wochen weg. Ja, oder sie sind da und dann sind sie 2 Tage weg, dann sind sie wieder da, dann sind sie nochmal 2 Tage weg. Auf 2 Monate bin ich bisher noch nicht gekommen. Ja, ich war auch ganz überrascht. Es war tatsächlich auch eine Aussage der Bundesagentur für Arbeit. Dann werden sie geschult in das System AL2, nennt sich das. Das ist die Berechnung, die Anwendung für das Arbeitslosengeld 2. Da werden wir geschult, ich wurde auch drauf geschult, wie man das zumindest handhabt. Wir selber als Arbeitsvermittler geben keine Zahlen ein. Ja, das machen wirklich nur die Leister. Aber ich muss trotzdem reingucken können, um zu gucken, wenn der Kunde sagt, ich habe kein Geld bekommen. Was lief da? Ja, hat vielleicht irgendein Kollege eine Sanktion reingehauen? Ja, nicht nur ich kann Sanktionen reinhauen, das kann auch mein Kollege in einem ganz anderen Jobcenter tun, für meinen Kunden. Und das kriege ich nicht mal mit. Ja, soll jetzt anscheinend geändert werden, dass wir, der die Sanktionen auch ausführt, das im Werbevermerk, das war bisher nicht. Ja? Gut, ich bin dann immer ganz perplex und denke immer, wieso hast du kein Geld?
Ja, das kann ja nicht sein. Beide Bewilligungsantrag haben wir zusammen gemacht. Ich gebe die immer persönlich ab, die Anträge, bei meinen Kollegen. Da weiß ich, sie gehen nicht verloren. Ja. Ja, ist auch nicht so ein Akt. Ich muss nur ins andere Haus laufen. Ja. Dann, aber gut. Dann werden die neuen Kollegen natürlich auf die Eingliederungsvereinbarung geschult. Und wir auch, wir Alten. Immer wieder aufs Neue. Weil die BA hat ja immer wieder neue Ideen. Ja. Das sind tatsächlich auch Pflichtschulungen, damit wir die Eingliederungsvereinbarung entsprechend rechtlich festmachen, richtig festmachen, damit keiner mehr dagegen klagen kann. Ja? Dann sind immer nette Geschichten, und ich fühle mich dann hinterher wie ein Jurist, so, und habe aber doch nicht wirklich was begriffen. Ja? Und das ist aber wiederum gut für mich. Ja, weil ich ja verpflichtet bin, die Kunden entsprechend darüber aufzuklären. Anders darf ich sie ja gar nicht rausgeben, wenn ich sie rausgebe. Ja, ich muss ja meine Kunden aufklären. Ja, aber weil ich kein Jurist bin, kapiere ich das nicht. Und nur vorlesen und mitgeben darf ich gar nicht. Ja, damit verletze ich meine Pflicht. Ja, ich muss den Kunden die Eingliederungsvereinbarung erläutern. Ich muss beraten, ich muss sie erklären. Ja, ich darf meinen Kunden niemals die EGV abgekürzt einfach in die Hand drücken oder womöglich per Post schicken. Wird aber getan. Ja, ich weiß, es wird getan. Ist ja auch einfach. Ja, weil wenn ich sie im System mache, ohne dass mein Kunde da ist, brauche ich ja gar nicht mit ihm zu diskutieren. So, jetzt sagt er mir, ich habe das aber gar nicht erhalten. Ja? Und so, ich, komisch. Mein System ist das aber. Ne? Alles, was ich herausschicke, ist ja im System sofort vermerkt. Ja? So. Dann sage ich, weißt du was, rutsch mal rum, guck mal bei mir ins System rein. Da ist der Vermittlungsvorschlag. Du hast ihn nicht beworben, ich muss dich sanktionieren. Nimm mal. Ja? Er weiß, ich tue es nicht. Ja? Dann, aber ich brauche tatsächlich die Unterstützung meiner Kunden. Ja? Die müssen ein bisschen die Ideen bringen. Die müssen zumindest abnicken. Ja? Richtige Gründe oder wie? Ja, die richtigen Gründe. Genau. Dann. Und meinen Kunden sage ich immer, wie ich arbeite. Immer schon im Erstgespräch. Ja? Es liegt bei mir auch das Grundgesetz rum. Ja, manchmal ist es weg, manchmal ist es wieder da. Wir haben ein Leitbild. Das finde ich ganz toll. Seit letztem Jahr Juni auf meinem Blog findet man da eine Glosse drüber. Dann, da steht ganz klar drin, wie wir unsere Kunden behandeln. Ja, auf Augenhöhe, mit Respekt. All dieses habe ich auch groß rauskopiert an meiner Pinnwand. Und es ist für, vor allem für meine Kunden einfach sichtbar. Und das sage ich denen auch, sage ich das hier. Nach dem arbeite ich. Ja, dann und auch dieses, auch wenn es nicht gern gehört wird, fördern und fordern. Ja? Dann, ich glaube, es heißt umgekehrt, ich werde es nie lernen. Nee, im Gesetz steht fördern und fordern. Ja, danke. Sie aber merken im nächsten Paragraphen wird es ja schon umgedreht. Ja, genau. Ja, aber ich sage immer fördern und fordern. Ich fördere, aber ich fordere auch. Und das sage ich meinen Kunden auch. Ja? Gerade diese jungen Menschen, die kommen und dann sitzen sie da. Schule war scheiße, alles scheiße. Ja? Dann, und dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken an, aber auch wirklich alle. Ja? So, und dann sage ich, was war denn scheiße an der Schule? Ja, die Lehrer. Sage ich, Lehrer? Klar. Sage ich, weißt du, es gibt auch nette Lehrer. Dann einzige Ausnahme Mathe. Mathe fällt immer oder steht mit dem Lehrer. Ja, Physik vielleicht auch noch. Ja? So, ja, und dann bin ich aus der Schule geflogen, vielleicht und der und der. Und so, und dann sage ich, gut, das war dein Leben. Was machen wir jetzt? Sag ich, jetzt bist du hier. Ja, meine Eltern beziehen auch Hartz IV. Habe ich viele. Habe ich einfach viele. Ja? Ich würde mal mindestens sagen, die Hälfte. Ja? Sag ich, ja. Sag ich, und? Was interessiert mich das? Ja. Also bei uns wird nicht gearbeitet. Sag ich, ja, und was interessiert mich das? Sag ich, du bist ja hier, nicht deine Eltern. Ja? Wir müssen doch gucken, was wir zwei jetzt machen. Ja, so. Ja, was machen Sie denn jetzt mit mir? Und da kriege ich schon mal einen Schreck. Und sag ich, nee, ich
mache gar nichts mit dir. Du machst mit dir selbst. Ja, aber ich helfe dir dabei. Ja, so. Ah ja, dann sage ich, weißt du was, jetzt haben wir uns kennengelernt. Gerade beim Erstgespräch. Jetzt können wir noch draußen eine rauchen gehen. Ja, so, und so geht dann auch mal gerne eine rauchen. Und dann gehst du erstmal nach Hause. Dann. Ja, und, aber wir machen noch einen Antrag auf Fahrtkosten, weil das habe ich ja eingeladen. Ja, und das nächste Mal lade ich dich wieder ein. Und dann kriegt er meine Kontaktdaten. Immer, das kriegen alle meine Kunden. Ja, mit direkter E-Mail-Adresse, schon immer direkte Durchwahl. Ja, weil ich ja will, dass er mich erreicht, auf irgendeine Art und Weise. Ich bin ja froh, wenn ich weiß, es geht ihm gut oder was ich gerade treibe oder nicht. Ja. In Berlin gibt es ein Callcenter für alle 12 Jobcenter. Ich habe die Dame am Telefon gefragt, das ist wirklich für alle 12 Jobcenter Berlins. Aber ein neues Urteil besagt ja, dass die Jobcenter die Telefonliste herausgeben müssen. Wird natürlich in Berufung gegangen. Ja, das war zu erwarten. Noch gilt das. So, und dann geht er und dann lade ich ihn wieder ein. Dann haben wir das zweite Gespräch und dann fange ich an zu arbeiten. Ja, ich habe große Flipcharts, Papier in meinen Schränken und ich arbeite nach dem Visionscoaching. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Nelson Bowles. Ja, so ein bisschen. Das heißt, wir malen erstmal die Vision auf. Was ist die Vision dieses jungen Menschen? Ich habe das auch mit Ü25 gemacht. Ich war ja auch schon im Ü25-Bereich, ja, also über 25. Mit denen habe ich das auch gemacht. Was ist Ihre Vision in 5 Jahren? Wo wollen Sie sein? Ja, oder wo willst du sein? Ja, und dann kommen die dolsten Sachen raus. Ja, so. Und in der Regel kommt bei den jungen Menschen tatsächlich eine Ausbildung raus. Ich weiß nicht, wie viele ich schon durchgeschleust habe, das sieht jetzt ein bisschen negativ an. Ich glaube, es 2 oder 3 gehabt, die ganz klar gesagt haben, nee, Frau Neumann, eine Ausbildung will ich definitiv nicht. Ja, muss ich auch akzeptieren. Ja. So, und dann fangen wir an, den wir einen Weg aufmalen. Wo sind die Stolpersteine? Ja, also, zum Beispiel fehlender Schulabschluss, schlechter Hauptschulabschluss, schlechter Realschulabschluss. Dann, ja, wird ja auch nicht mehr gerne gesehen. Ja? Dann, oder einfach an der Schulabschluss da, wunderbar. Aber vielleicht Schulden. Erschreckend, wie viele junge Menschen verschuldet sind. Ja? Eine Handyrechnung, ein Handy am wieder nach dem anderen. Ja? Frage mich immer, wie die das schaffen. Ich dachte immer, das wären Schufa-Auskünfte gemacht. Aber anscheinend doch nicht wirklich. Dann, ja, Schulden. Ja, und dann kommt so der Satz, naja, und dann gehe ich halt abends immer mal eintrinken, ne? So, da hake ich dann nach, was heißt eintrinken, ja, wirklich, wie viel, wie oft, wie regelmäßig, dann, das will ich einfach wissen, dann, ja, ab und zu ziehe ich mir auch mal eine Tüte durch, ja, okay, was heißt denn ab und zu, so, und ich habe da so einen netten Kunden gehabt, das war echt einfach köstlich. Dann sagte er, ja, das letzte Mal vor einem Jahr. Dann sage ich, Wenn ich deine Augen sehe, zweifle ich etwas dran. Sehen Sie das an meinen Augen? Sag ich, vielleicht? Naja, es kann auch ein Monat gewesen sein. Dann sage ich, wenn ich weiter deine Augen gucke, wirkst du auch sehr müde. Ja, vielleicht eine Woche? Meine ich, oder gestern Abend? Ja, vielleicht auch gestern Abend. Ja, ich war feiern. Ja, das finde ich dann einfach nett, ne? Und dann reden wir auch darüber. So, dann schreiben wir das auch alles auf. Ja? Dann, und dann fangen wir wirklich an, diese Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Nicht der Reihenfolge nach. Geht gar nicht. Ja, manchmal auch 2, 3 sogar parallel. Ja, das heißt, hier ist dann zu gucken, braucht er eine Beratung, eine Drogenberatung, braucht er eine Schuldnerberatung, was kann ich dafür schon vorarbeiten mit ihm? Ja, das heißt, die Schulden schon mal auflisten, Gläubigerliste machen. Ich habe meine Arbeitsvermittlerin mal gefragt, wie viele Kunden sie zu betreuen haben. Sie sagte so über 300 wahrscheinlich, also sie weiß es wohl gar nicht genau. Mhm. Und wie machen Sie das? Also, dass Sie ich jedem Kunden so viel Individualität entgegenbringen können? Überstunden. Dann fangen wir wirklich an, die Rechnung zu sortieren, die Gläubigerliste zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie das in Berlin ist. Wenn man sich in Hamburg an der Schuldnerberatungsstelle wendet, dann sind die Wartezeiten 4 bis 6 Monate.
Ja, das kann zu spät sein, definitiv. Muss nicht, aber kann. Ja, vor allem die Mahnungen werden ja derzeit nicht weniger und der Gerichtsvollzieher wird auch nicht kleiner. Ja? Wenn ich mit denen aber schon die ganzen Listen, die ganzen Formulare, die wir ja auch im System haben, vorbereite, genau dieselben Formulare, wie die Schuldnerberatung hat, ich bereite das vor, ja, rufe die Schuldnerberatung an und sage, was haben Sie auf, ich habe das. Ja, wir haben Stundungsanträge, alles. Wann kann ich den Kunden schicken? Dann geht das wirklich innerhalb von 1-2 Wochen, vielleicht mal einen Monat. Ja, weil die genau wissen, oh, das müssen wir alles nicht mehr tun. Ja, und dann kam da so zwischendrin noch rein. Ja. Gut, Beratungsstellen laufe ich mit. Ja. Wir haben nicht so viel im Jugendbereich bei Drogen. Dann nur 2, wenn ich sehr, sehr mager finde, Stadt Hamburg. Ja. Dann, aber warum laufe ich mit? Ich kann doch sagen, da gehst du jetzt hin und da gehst du hin. Die gehen mir nicht hin, weil die Angst haben. Die haben einfach Schiss. Die wissen nicht, was denen erwartet. Ja, und sie haben Schiss, sich das ganz alleine einzugestehen, ich habe jetzt hier eine Schwäche. Und das ist die viel größere Angst. Ja, wenn ich aber sage, pass auf, wir treffen uns da und da in Hamburg, an der und der S- oder U-Bahn-Station, ja, dann laufen sie mit. Ich gehe auch nicht in die Beratung mit rein. Ich gehe einfach nur bis zur Tür. Ja, und dann gehe ich wieder. Aber dann sind sie erstmal drinnen. Ja, und hinterher sagen sie, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, dann... Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt vor. Ja? Ich habe nicht die super Vermittlungsquote im März, im Juni, im Juli, weil ich da mit den jungen Menschen arbeite. Ja, ich brauche ein Jahr ungefähr. Dann habe ich sie ausbildungsreif. Ja? So, das heißt, kommt einer im Juli, weiß ich, Juli 2013 haben wir jetzt. Vielleicht, wenn wir schnell sind, Februar 2014 Ausbildungsbeginn. Sonst halt August. Ja. Und dann gehen wir auf Suche. Wir schreiben Bewerbung, ich schreibe mit denen Bewerbung. Ja. So, ich schicke die Bewerbung teilweise vom Jobcenter aus weg. Können wir auch machen. Ja. Ich lasse sie zu mir kommen und sage, wir schreiben 3 Stunden Bewerbung. Ja, sag, pass mal auf, wie schnell die 3 Stunden rumziehen. Und dann hauen wir aber 20 raus. Ja, sagt, die Masse macht's. Ja, und dann warten wir ab. Ja. So, hier kommt die berechtigte Frage. Arbeitsvermittler sagt, er glaubt, um die 300 Kunden zu haben. Ich glaube, man sieht die Anzahl irgendwo oben im System. Aber da achte ich auch nicht drauf. In Hamburg ist es so, wir haben 200-300 Kunden, aber die sind nicht alle arbeitslos. Die sind arbeitssuchend. Das heißt, sie sind in einem 1-Euro-Job, eine Maßnahme, ja. Dann, oder sie sind nicht aktiviert, ja, weil sie Erziehungszeit sind, weil sie 6 Wochen krank sind, weil sie in der Reha sind, ja, weil sie vielleicht befristet erwerbsunfähig geschrieben worden sind vom ärztlichen Dienst. Ja. Das sind unsere Nicht-Aktivierten. Ja. Oder sie kommen zweimal nicht zum Meldetermin, dann tue ich sie auch nicht aktivieren. Ja, sie kommen zweimal nicht, Status nicht aktiviert. Ja, mangelnde Mitwirkung nennt sich das bei uns. Ja. Das heißt, genau die muss ich gar nicht monatlich einladen. Alle 3 Monate, nicht aktiviert, alle 6 Monate. Ja. Ich muss nur die Arbeitslosen, die wirklich arbeitslos sind, die einfach gar nichts machen. Ja, so. Soll es gar nicht so schlimm klingen. Ich bin so einer. Ja, die muss ich monatlich einladen und davon haben wir gar nicht so viel. Also in Hamburg sagt man so 35, 40 für eine Vollzeitkraft. Ich habe, ich meine 36, 37 Kunden, 18 Stunden bin ich im Jobcenter in der Woche und ich meine 25 sind arbeitslos oder so. Bei mir sind sie lange arbeitslos. Und auch tatsächlich arbeitslos. Ja, weil ich nicht unbedingt, ich sag mal, einfach in 1-Euro-Job oder in irgendwelche Maßnahmen packe. Habe ich, mache ich auch. Ja? Ich mache 1-Euro-Job, ich mache auch Maßnahmen, wenn der Kunde das will. Ich habe einen 1-Euro-Jobber, der ist happy. Ja? Der fühlt sich so wohl da drin. Ne? Wenn ich immer sage, wir könnten ja mal Ausbildung gucken. Oh, noch nicht. Ja? Und ich denke, okay.
macht, ja, wir können ja jetzt 2 Jahre machen, dann, ich habe auch 2 in der Maßnahme, wo ich denke, die ist auch wirklich gut für die. Dann zur Stabilisierung ist das eine Maßnahme, das ist gut. Aber die wissen auch ganz genau, dass sie jederzeit zu mir kommen können und sagen, nee, Hannemann, das geht so nicht. Ja, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann hole ich sie wieder raus. Ich kann ja jeden wieder rausholen. Ja, ich bin ja gar nicht an den Fristen gebunden. Wenn die Maßnahme 4 Wochen oder 2 Monate, 3, 4, 5, 6 Monate geht, muss ich die nicht da drinnen lassen. Ja, ich kann jederzeit sagen, hey, ja, raus, du, das ist nichts für dich, oder du sagst, das ist nichts für dich, also raus, ich melde dich ab. Die Arbeit muss ich mir selber machen. Das kann der Kunde nicht. Ja, ich muss beim Träger anrufen und sagen, pass mal auf, aus dem Grund melde ich den Kunden wieder ab. Das ist alles. Und dann schreibe ich eine schöne, nette Begründung im Jahresbericht. Ja, und dann gucken wir weiter. Ja. Sie merken, ich habe Freiheit, wenn ich will. Ja, dann. Gut. Gar kein Druck, also kein Druck, der Ihnen irgendwie gemacht wird von Vorgesetzten oder von Kollegen. Sie haben ja gesagt, es ist schwierig hin und wieder. Gerne. Wir kriegen immer neue Zahlen, wie viele Maßnahmen wir zu besetzen haben. Ja? Fragen Sie mich nicht nach der aktuellen, es kam jetzt irgendwie eine aktuelle. Ja? Aber Sie unterliegen mir diesem Druck, also Sie unterliegen mir so sehr, dass ich Ihnen mache mir selber nicht. Ja? Wenn der Teamleiter schreibt, jeder Arbeitsvermittler schickt diesen Monat 5 Leute in einen Eurojob, ja? 3 Leute in eine Maßnahme, ja? 4 Leute in Sozialberatung. Ich fange dann an zu rechnen. Ja? 5 plus 4 plus 3 gibt das. Ja? Ja, dann bin ich arbeitslos. Dann sind alle meine Kunden irgendwo, ja, und niemand kommt mich mehr besuchen. Ja? Und das war schon. Ja? Also, ich habe tatsächlich mal hochgerechnet. Ich hätte mehr in Maßnahmen verweisen müssen, als ich Kunden habe. Und da hört bei mir die Rechnung auf und sagt, das finde ich jetzt sehr unlogisch. Ja, ich komme in ein Minus rein, denn das geht ja gar nicht. Ja, und da, ja, da rein und da raus. Aber wenn Sie den nicht dahin schicken, dann sind ja die Träger arbeitslos. Nö, die sind, ich weiß auch nicht, irgendwie werden die nicht arbeitslos. Ist ja auch gut. Ja, damit werden die freien Dozenten beschäftigt. Oh. Ja. Wie frage ich jetzt nicht, sage ich auch nicht, aber ja. Genau. Ja, ich schicke schon durchaus eine Maßnahme, weil wir haben in Hamburg haben wir sehr gute Maßnahmen, die wirklich sehr gut sind. Ja, zum Teil gucke ich sie mir an, bevor ich da Leute hinschicke. Also die Träger kenne ich alle, die haben mir alle angeguckt. Dann Maßnahmen, die mir interessant erscheinen, die gucke ich mir tatsächlich in meiner Freizeit an. Dann rufe ich beim Träger an und sage, ich will Ihre Maßnahmen angucken. Darf ich. Ja, und dann marschiere ich dahin. Und dann gucke ich mir auch den Unterricht an. Ja. Weil, aber das mache ich eigentlich mal aus Bequemlichkeit, ja, weil ich habe keinen Bock, mit Stress mit Kunden zu haben. Ich schicke eine Maßnahme, die ist vielleicht nicht so toll, oder vielleicht auch Schrott, der kommt, ist wütend und ich kriege den Stress ab. Ja, und dann muss ich den wieder abmelden, mir diesen ganzen Ärger anhören, er ist sauer, ja, und dann kommt er, dann kommen sie ja sowieso ohne Termin, weil der Frust muss ja los, bei mir darf man immer ohne Termin kommen. Ja, und wenn mein Haus zu ist um 12 Uhr, wissen meine Kunden, die klopfen an die Scheibe und mein Hausmeister sagen, ich habe einen Termin bei der Frau Hannemann und der Hausmeister lässt sie rein oder ruft mich an, dann komme ich runter. Ja, bei mir kann man wirklich immer kommen, die wissen, wann ich arbeite oder rufen vorher an, weil ich komme. Ja, aber diesen Stress mit verärgerten Maßnahmen, den erspare ich mir dadurch. Ja, also da bin ich eher egoistisch, würde ich mal sagen. Also, das zum Thema. Dann habe ich hier immer noch stehen, was ich fordere, die Abschaffung der Lebensmittelgutscheine. Ja? Es ist nichts demütigend wie ein Lebensmittelgutschein. Ich habe das Exempel mal durchprobiert. Ich bin mit einer jungen Kundin, die Lebensmittelgutscheine hatte, in den Laden gegangen. Ja? Und dann habe ich mir eingenommen, sie hatte 2 und sie hatte 1. Da habe ich gesagt, gib mir mal 1. Also ich hatte das mit ihr vorher besprochen und habe gesagt, ich möchte mal wissen, wie ich behandelt werde. Ich möchte es einfach mal wissen. Dann sagt sie, Frau Hannemann, sie werden scheiße behandelt. Das ist so
sagt sie, demütigend. Ja? Man guckt genau, was sie ja, kaufen, der hinter ihnen guckt, der vorne guckt, die an der Kasse guckt. Ja? Dann, und dann hatte ich mit ihr aber vorher abgemacht, was ich in meinen Einkaufskorb, meinen Einkaufswagen packe. Und so. Und dann hatte ich irgendwas Falsches drin. Ne? Ich weiß gar nicht, irgendwas durfte ich gar nicht einkaufen. Dann, nee, trinken, das war trinken komischerweise. Das war Cola. Ja, das fand ich dann sehr eigenartig. Dann, Zigaretten gab es gar nicht. Wir waren bei Aldi waren das. Bei uns ist das Aldi, Lidl und Real, die das annehmen. Dann, und dann bin ich da an die Kasse. So, die Frau an der Kasse hat mich mal kontrolliert, ob ich das bin auf dem Schein, ne? Also auch nicht mit Ausweis. Nimmt den Schein. Ah, Lebensmittelgutschein. Sie haben jetzt aber zu wenig eingekauft. Ich kann den Rest nicht auszahlen. Und dann sage ich, oh shit, das ist mein erster. Kann ich jetzt noch schnell was holen? Nee, das geht nicht mehr. Ja, seid schuld. Ja, die hinter mir wurde schon leichter. Hm? Immer so geguckt so. Und ich immer, ja. Dann, na gut. Und dann habe ich aber trotzdem noch Süßigkeiten von der Kasse genommen, ne? Weil Geld verschenken wollte ich ja auch nicht. Dann so, und dann bin ich mit den Sachen raus da an der Kasse vorbei. Dann kam eine junge Kundin, ein paar Kunden später, genau dasselbe. Ja? So, jetzt bin ich ja schon vom Alter ein bisschen gereifter, ja, und denke vielleicht kann auch anders drüber stehen. Aber junge Menschen, ja, die war knallrot, die tat mir so leid. Ja, so, und dann kam wirklich diese ätzende Frage von der Kassiererin, wieso hast du denn so die Gutschein? Ja, meine junge Kundin hat zum Glück nicht geantwortet. Ja, und das fand ich wenigstens gut. Es ist demütigend. Ja, vor allen Dingen ist es dann demütigend, wenn der Fehler nicht beim Kunden liegt, sondern beim Jobcenter. Ja, weil der Weiterbewilligungsantrag im Fach einfach grau wird und gelb von der Sonne, ja, aber nicht durch die Bearbeitung, ja, dann ist es, das ist Willkür und das ist die Schuld des Jobcenters. Und wenn dann das Jobcenter sagt, ja, Sie können Lebensmittelgutscheine haben, ja, da gehe ich an die Decke. Ja, so, weil das geht gar nicht. Ja. Oder wenn auch tatsächlich Unterlagen von denen gehen. Ja, im Netz kam mir die Zahl von 30% entgegen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es noch nie ausgerechnet, es geht tatsächlich selbst im eigenen Haus was verloren. Ja, wenn ich das selbst in die Fächer meiner Kollegen trage, kommt das nicht hoch ins Büro. Ja? Ich habe dann auch mal versucht zu gucken, woran könnte das liegen, dass was verloren geht. Ja, wir haben ist in Altona ein bisschen sehr kompliziert bei uns mit dem Leistungssystem. Ein paar sitzen bei uns im Haus, ein paar sitzen aber wirklich im Auto 20, 30 Minuten weiter weg im anderen Jobcenter. Ja, es ist ganz eigenartig. Selbst wenn ich das per interne Post schicke, dann höre ich von meinen Kollegen, es ist nie angekommen. Ja, inzwischen kopiere ich schon immer alles, bevor ich was schicke und sammle das bei mir, ja, damit ich das vielleicht wieder schicken kann. Dann, und dann habe ich mal nachgefragt, wie läuft die Post bei uns intern. Ja. So, ist eigentlich ganz einfach. Wir packen das rein, die Post, der Postmensch oder Postmann packt das in so nette blaue Taschen, haben Sie die schon mal gesehen? Die sind bundeseinheitlich, so Lack, hellblau, so Lack, richtig schick. Ja. Also nicht mal rot, ja, aber hellblau. Ja. Und dort wird die Post dann entsprechend in Jobcentern einsortiert. Und diese Tasche mit dem Org-Zeichen drauf geht aber dann nicht an das Jobcenter, wie ich dann zunächst dachte, so, sondern erstmal in unserer Agentur für Arbeit, in die Post-Hauptpostzentrale. Ja, das ist kein Jobcenter, sondern die Agentur für Arbeit. Und dort wird das wieder sortiert. Dann, und dann kommen Leute und fahren das in die Jobcenter. Ja, und da vermute ich, da ist der Krux drin. Ja? Auf dem Weg von uns in die Agentur für Arbeit und dann von dort. So. Das vermute ich mal. Kann ich nicht beweisen. Sind die zentrale Nürnberg? Nee, bei uns in Hamburg. Ja? Die sind nicht vernetzt miteinander. Aber gut. Also, Entschuldigung.
Warum muss aber auch was geschickt werden? Haben die nicht Computer, die vernetzt sind? Also nein, nicht immer. Also Weiterbewilligungsanträge zum Beispiel, ist da noch keine E-Akte. Noch nicht. Kommt ja. Da kann man auch nichts machen, sowas. Wozu erfindet man das alles so? Ich weiß es nicht. Ja? Aber E-Akte finde ich auch nicht so toll. Also, dann. Sind zu gut. Gut, also Lebensmittelgutscheine. Was stattdessen statt Lebensmittelgutscheine? Haben Sie eine Idee? Einfach Geld. Wann gibt es Lebensmittelgutscheine? Wissen Sie das? Wenn man auf 100%, ab 60%. Ab 60. Ja, wenn Sie 60% sanktioniert werden, haben Sie vielleicht, wenn Sie Glück haben, kriegen Sie einen Lebensmittelgutschein. Wenn auf Antrag. Genau, wenn ich es will. Nicht die Leistung, sondern wirklich der Arbeitsvermittler. Ja? Dann, und ich muss ein Vermerk machen, Lebensmittelgutscheine. Ja? Und das sieht dann der Leister. Und dann kriegen Sie einen Lebensmittelgutschein. Entweder unten an der Eingangsrundung vom Leister. Wir selber, ich stelle keine aus. Ja, als Arbeitsvermittler darf ich gar nicht, weil das ja über dieses Arbeitslosengeld-2-System verrechnet wird. Ja, und ausgerechnet wird. Ich sage mir nein, dass ich noch nicht um 60% bin. Genau, seien Sie froh. Ja? So, Lebensmittelgutscheine, also nur, wenn sanktioniert wird oder wenn das Jobcenter Unterlagen verdattelt hat oder nicht mehr nachkommt mit der Bearbeitung. Ich bin noch bei den verloren gegangenen Unterlagen hängen geblieben und dann kommt so die Idee, ob das vielleicht mit dem Inhalt zusammenhängt, dass Sanktionen weniger verloren gehen als Bewilligungsbescheide. Könnte das ein Grund sein? Vielleicht. Gut, also Abschaffung der Lebensmittelgutscheine hängt auch damit zusammen, auch Abschaffung der Sanktionen. Ja? Und stattdessen wirklich das Geld. Dann, gut. Aber man kann noch Geld, man kann noch Vorschuss beantragen, in der Bereich der Belegungsscheine. Wenn Sie einen netten Leister haben, kriegen Sie den. Ja? Aber Sie müssen ja erstmal auf die Idee kommen, ja? Einen Vorschuss zu beantragen. Die Leute merken mit einmal, der 30., der 31., der 1. kommt, es ist kein Geld da. So, und wundern sich. Ja? Und denken, wieso, ich habe doch einen Weiterbewilligungsantrag gestellt. Ja? Dann nehmen wir jetzt mal die Sanktionen hier raus. Ja? So. Der Erste, der angerufen wird, ist in der Regel der Arbeitsvermittler. Callcenter. Ja? So, oder Callcenter. Ich sehe im System, ist Geld geflossen oder nicht. Dann sage ich dem Kunden, stimmt, du hast kein Geld gekriegt. Ja, aber ich habe doch, wir haben doch zusammen, Frau Hannemann. Sage ich, ja, pass auf, ich gehe jetzt rüber, ich gucke und dann rufe ich dich wieder an. Ich komme jetzt sofort, ich will jetzt Geld. Wo ich immer sage, du darfst gerne kommen, aber trink noch mal einen Schluck Kaffee, ja, und rauch von mir eine Zigarette und dann darfst du kommen. Und bis dahin habe ich das geklärt. Ne? So, und dann ist es wirklich so ganz häufig, dass da einfach nicht bearbeitet wurde. Die Leister, die haben viel, viel Arbeit. Ja, überall. Ja, die haben auch in meinen Augen zu viel Arbeit. Die sind wirklich überfordert vom Arbeitsaufwand. Die tun auch richtig leid. Ja? Dann, wenn ich dann aber zu hören kriege, ja, das mache ich dann, wenn er dran ist, und ich sage, hallo, ja, Herr bla 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 oder Frau so und so hat kein Geld, ja, dann soll er sich was von der Familie leihen. Ja, das finde ich diskriminierend, wo ich sage, nee, er muss sich nicht von der Familie Geld leihen. Ja, ja, dann kriegt er halt einen Lebensmittelgutschein, sage ich, nein, auch nicht. Ja. Ja, dann machen wir ein Darlehen, sage ich, bitte. Ja. So, das Problem ist, klar, die Leute können Vorschuss beantragen. Das Jobcenter muss ja auch auszahlen, der Antrag ist ja da. Ja, nur die wissen es nicht. Ja, viele Erwerbslose kommen und wissen es einfach nicht. Und wenn man die Materie nicht kennt, dann kann ich auch nicht wissen, was ich fragen soll. Ja, wenn Sie mir jetzt irgendwas mit Quantenphysik sagen, ich habe keine Ahnung, was ich da fragen soll. Ja, und nicht anders wie das in Erwerbslosen. Ja, wenn die noch nie was vom Vorschuss gehört haben, dann fragen die nicht nach dem Vorschuss. Ja,
dann, und es ist auch nicht die Aufgabe der Kunden, der Erwerbslosen im Netz, die ganzen Sozialgesetzbücher oder sonst wo in den Foren, da stehen ja richtig gute Tipps zum Teil drin, deswegen lese ich die ja auch so gerne, oder Harz.de, ja, oder gegen Harz, ja, oder Tacheles, ja, finde ich toll, die Seiten, ja, da lerne ich unwahrscheinlich viel und vor allem schneller als aus meinen ganzen Ligas, ja. Dann, und die ganzen Tipps von den Erwerbslosen, ja. Aber die wissen es ja nicht. Ja? Und die Kunden, die sind nicht dazu verpflichtet. Ich bin dazu verpflichtet, die Erwerbslosen aufzuklären. Ja? Und das besagt auch eindeutig das Gesetz. Ja? Auch die Eingliederungsvereinbarung. Wir müssen die Kunden aufklären in allen Rechten und Pflichten. Und auch deren Bedeutung. Und zwar im Sinne der Kunden. Im Sinne der als Kunden. Als Beamte immer im Sinne der auch Kunden. Auch als Nichtbeamte. Ja? Ja, und zwar wirklich auch beratend. Und der Kunde, der muss jederzeit die Möglichkeit haben, rückzufragen. Wenn ich eine EGV erkläre, dann habe ich das nicht in 5 Minuten. Ja, ich muss den Text sogar vorlesen. Und da muss ich den Satz für Satz erklären, was er wirklich zu bedeutet. Oder welche Bedeutung er hat, wenn der Kunde dagegen verstoßen würde. Ja? Und das dauert ungefähr, ich habe das mal schon auch durchgemacht, 1 Stunde. Ich brauche 1 Stunde. Ja? Und dann nehme ich nämlich meine Gesetzesbücher. Ja? Nicht unsere, die wir haben intern, die begreift ja kein Mensch. Ja? Sondern wirklich hier vom Harald Thomé, von Tuvas, ja? Mit Erklärung. Sage ich hier. Wir haben das Ministerium hier für Arbeit und Soziales, dann die BA, die Regionaldirektion. Hier im Norden ist es hier Kiel oder auch Hannover. Ja. Dann haben wir die Jobcenter-Zentralen und dann haben wir die Jobcenter. So geht das abwärts. Ja. Und die Quoten oder für die Eingliederungsvereinbarung wird durch die Regionaldirektion geprüft. So, die Eingliederungsvereinbarung. Es ist die Frage, ist es eine Vereinbarung? Ja? Es ist ein Vertrag, einseitig geschlossener Vertrag und dadurch muss ihn keiner unterschreiben. Man kann keinen dazu zwingen. Es gibt Gesetze, und das habe ich den Leuten vorgelegt, sie haben es nicht gelesen und nicht akzeptiert, sie haben mich gezwungen, sie würden nichts weiter so arbeiten. Ich bin während Weihnachten, Neujahr mehrfach hingegangen und sie haben es nur gemacht, weil ich irgendwann die 5. oder 6. mehrfach wurde ich dazu aufgerufen. Ich habe 5 oder 6 verschiedene unterschreiben müssen, damit mein Fall überhaupt bearbeitet wird. Ja. Genau, also in meinen Augen ist es keine Vereinbarung, weil die nämlich ja vorgefertigt ist im System. Ja. So, gerade die letzten Seiten, ne, mit den Rechtsfolgebelehrungen, wann sie wie viel sanktioniert werden und dass sie auch ihre 4 Wände sozusagen mal ganz zynisch gesagt nicht verlassen dürfen. Ja, das ist ja immer so die letzte Seite. Dann, oder nur wenn sie es beantragen. Ja, die sind fest im System. An denen kann ich auch gar nicht am Text rütteln. Ja, da kann ich überhaupt nichts löschen oder sonst was. Alles andere, die erste Seite, von mir aus auch noch die zweite, ja, die können wir frei gestalten. Wir haben fertige Textbausteine. Ja, die Eingliederungsvereinbarung gilt ab dem heutigen Datum oder spätestens mit Abschluss. Ja. Ein Widerspruch in sich, ja, es ist so ein Widerspruch, ja, es passt von hinten nicht. Den Satz kann ich leider, doch, den ersten Satz ab heute kann ich deaktivieren, den brauche ich gar nicht machen. Ja. Ich drucke die aus und sage, das haben wir sie nun mal. Ja, so. Sag ich, wir können auch eine per Verwaltungsakt machen. Da brauchst du gar nicht unterschreiben. Ja? Ich habe aber einen Kunden, der erinnert mich an Ralf Böß, nur ungefähr 25 Jahre jünger. Ja? Da war ich noch passiv. Das ist glaube ich. Ja, 30. Herrlich, herrlich, dieser junge Mensch. Der switcht den ganzen Tag im Netz rum. Ja, und dann sagt er, irgendwann saß er da mal da, aber ich habe ihn leider nicht mehr lange, ich glaube, der hat eine Ausbildung. Dann meine ich, ja, was machen wir denn jetzt? Diskutieren wir oder diskutieren wir nicht? Ja, ich kann ja mit Ihnen nicht diskutieren, Sie wissen ja alles. Ja, und Sie spielen ja die Spiele nicht mit. Und Sie sind die erste Arbeitsvermittlerin, wo ich nicht klage. Und dann sage ich,
Sag ich, komisch, ich weiß noch gar nicht, so viel Arbeitsvermittler bei dir. Sag ich, wie viel hattest du dann? 7. Dann sag ich, 7 hattest du schon. Wie viel Klagen? 7. Dann sag ich, und warum 7 Klagen? Ja, wegen den Sanktionen und wegen der EGV. Wir waren alle rechtswidrig, ich habe alle gewonnen. Oh. Und dann sage ich, das ist gut. Und sage ich, du, ich habe gar keine Zeit mit dir zu klagen. Sag ich, also ich suche lieber eine Lehrstelle für dich. Ach so, Ja, tragen Sie jetzt dann mal in die EGV ein. Sag ich, was soll ich denn da jetzt eintragen? Dass ich einen Ausbildungsplatz suchen muss. Sag ich, das haben wir gar nicht. Sag ich, haben wir nicht in der EGV. Nicht? Nein? Sag ich, nein? Ja, dann tragen Sie ein, dass ich jetzt 30 Bewerbungen im Monat schreibe. Und dann sage ich, 30 Bewerbungen ist doch Quatsch. Ja, sag ich, hast du doch gar nicht die Kohle dafür. Ah doch, 5 Euro pro Bewerbung. Und dann sage ich, die hast du doch schon ausgeschöpft. Sag ich, du kriegst vielleicht noch 20 Euro oder so. Ja, dann klage ich halt den Rest an. Und ich auch, oh, Junge, sag ich, habe keinen Bock zu klagen. Und sag ich, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Und dann meinte er, das ist aber durchaus amüsant im Sozialgericht. Dann sage ich, ja, ja, durchaus. Ja. Und dann sage ich, ja, sag ich, weißt du was, du kommst einfach morgen, wir schreiben 30 Bewerbungen. Ja. Also offenbar ist es ja nicht so schwer, Sie sind bis jetzt noch nicht rausgeschmissen worden. Noch und nicht, nein. Wir haben auch Jobs mit der Mitarbeiter kennengelernt, die ganz in Ordnung standen. Also offenbar ist es hier nicht die absolute Ausnahme, aber man vermutet davon so wenig. Und es kann ja nicht so schwierig sein, so zu agieren wie Sie, wenn man sich darüber Gedanken macht. Warum sind das so da richtig? Also ich habe wirklich auch, ich kenne viele nette Kollegen, die auch nett lieb sind. Also die Erwerbslosen sagen immer, ich bin eine liebe Arbeitsvermittlerin oder liebe Arbeitsvermittler. Von mir aus kann man das so nennen, ja, aber auch wirklich nette, auch engagierte Kollegen. Denn, aber trotzdem eben auch linientreu. Ne? Wenn man die EGV wir sanktionieren, ja, trotzdem lieb und nett. Ja? Wieso machen das die anderen nicht? Das ist eine Angriffsfläche, die ich biete. Ja? Die wissen, dass ich so arbeite, in der Zentrale, meine Teamleitung. Ja? Ich stehe unter Vollkontrolle. Ja? Vollkontrolle, sagt man, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Innerhalb eines Jobcenters oder der Agentur für Arbeit. Das heißt, alles, was ich mache, wird im System kontrolliert, wird gelesen, wie ich auch was formuliere, ja? Ob ich sanktioniere oder nicht. Dann ist mir bewusst, dass ich darunter stehe. Wenn Sie nichts anderes zu tun haben, ich finde es traurig, dann sollen Sie das tun. Ja? Dann alles andere wird sich zeigen. Denn ich glaube, um so zu arbeiten, man muss ganz, ganz, glaube ich, viel lesen. Ja? Und man muss zwischen den Zeilen lesen, was ist noch möglich. Das ist eine Grauzone, in der ich mich bewege. Ja? Wenn ich jemanden nicht sanktioniere, und ich sanktioniere nicht, weil er nicht zum Termin kommt, ich kann sofort sanktionieren. Ja? Ich kann die Sanktion androhen mit einer Folgeeinladung. Ja, ich sehe, ja, die Folgeeinladung heißt ja immer, ich beabsichtige, ja, irgendwie 10% oder was da ist. So, das ist schon die Sanktionsankündigung. Wenn er dann beim zweiten Termin nicht kommt, kann ich sanktionieren. Ja, ich kann mir aber auch die Mühe machen, den Kunden hinterher zu telefonieren. Ja, und zu gucken, wo steckt, da kriege ich ihn telefonisch. Ob ich das jetzt zu der Zeit mache, wo er hätte kommen sollen, oder später. Ja, ich kriege meine Kunden in der Regel telefonisch. Ja, und dann führe ich das Beratungsgespräch, Beratungsvermerk nennt sich das ja bei uns intern, per Telefon. Das darf ich und das zählt als Beratungsvermerk und wird damit gezählt, der Kunde war in diesem Monat da. Persönlicher Kontakt, ja. Kennst du aus dem Ja, Moment. Und das ist der Unterschied. Jetzt kann ich hinterher telefonieren, ja, oder ich mache nur die Mühe nicht, wobei ich hinterher telefonieren viel einfacher finde, als jetzt hier Sanktionsanhörung rauszuschicken. Ja, das finde ich ziemlich ätzend. Verstehen Sie? Das ist die Art. Ich biete wirklich eine Angriffsfläche damit. Ja? Ja. Ja, meine Frage war eigentlich nur, wer kontrolliert die vielen Kontrolleure, die Sie kontrollieren? Ja, das frage ich mich auch. Ist dafür ausgegeben, eine einzelne Mitarbeiterin stasi-mäßig zu bespitzeln? Das ist ja schon Wahnsinn. Das frage ich mich auch, ich weiß es nicht. Ja. Können Sie sich vorstellen? Dann halt, Herr Böse. Ja.
Also ich möchte auf was hinweisen, was mir auch schon ganz stark aufgefallen ist. Es gibt immer das Leitbild, von dem du geredet hast, dass du es auch an die Wand hängst, und das andere und dazwischen, also und die Sanktionen. Und wenn man sich das Leitbild anguckt, dann sieht man eigentlich die Sanktionen nicht. Und ich denke, die können schwer zuschlagen bei dir, weil du im Sinne des Leitbildes viel mehr arbeitest, ja, und dadurch gedeckt bist. Und ich glaube, das ist für, auch wenn ihr Mitarbeiter wären oder sowas, man muss sich das Leitbild tief verinnerlichen und sagen, ich darf das, muss das alles so nicht machen. Ja. Dass man so in die Richtung guckt. Und dann können die auch schwer was sagen, weil mit dem Leitbild kannst du immer argumentieren und sagen, es dreht sich darum, ganz genau, alles ganz genau zu machen und nicht drauf zu hauen. Und bei mir war es so, da wird das Leitbild halt genommen, dann begründen die, was sie tun mit dem Leitbild, obwohl man sieht, das hat mit den Sanktionen also wirklich nichts zu tun. Wir sind angehalten, das zu machen. Ja, dann macht's doch, ne? Und hier macht's einer und dann können sie nicht draufhauen. Vielleicht ist das dein Schutz. Ja. Frau Hannemann, mich würde mal interessieren, ob ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Mitarbeiter haben, die gegen Sie opponieren. Aber gibt es auch Leute in Ihrer Behörde, die mit Ihnen konform gehen? Ja, manche sagen so ganz leise, ja, dann solltest du das nicht so schreiben, aber ist ja schon mutig. Ja, das ist mir aber keine Hilfe. Ja, ich brauche keine Bewunderung. Ja, weil ich bin kein Held, ich bin gar nichts. Ja, ich mache nur öffentlich aufmerksam. Ja, weil ich das Recht dazu habe. Wenn man jetzt so sieht, was sie tun, ja, und es bekommen ja viele Menschen mit, auch ihre Mitarbeiter. Ja. Und es gibt doch bestimmt auch Mitarbeiter darunter, die sagen, das ist toll, was sie machen, das ist richtig, was sie machen, und die könnten sich doch jetzt auch offiziell auf ihre Seite, ich meine sicherlich, sie haben viele, aber wenn immer mehr dazu kommen, ist doch was irgendwie, könnte ich mir vorstellen, eine Kettenreaktion, die was bewirken könnte. Ja, die Hoffnung habe ich. Ja, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ja. Genau. Und das ist die Angst. Wollen wir Pause machen? Ja. Wollen wir mal eine Pause machen? Wollen wir eine Pause machen? Was trinken und danach eine Viertelstunde wieder? Ist das okay? 10 Minuten oder was? 10 Minuten, eine Viertelstunde. Also ich glaube, es gibt was zu trinken. Ja. So, es geht weiter. Also ich habe schon vernommen, dass es mir so ganz gut gefällt. Es sind auch noch viele da. Das ist schön. Dann, eine beliebte Frage, ein beliebtes, heiß diskutiertes Thema im Internet, die Sanktionsquote. Haben wir eine Sanktionsquote? Kriegen wir das vorgeschrieben, wie viel wir zu sanktionieren haben, wie viel Prozent? Ich persönlich habe noch nie eine bekommen, habe auch noch nie per E-Mail eine gelesen, dass wir so und so viel Prozent sanktionieren müssen. Aber ich spreche trotzdem von einer Sanktionsquote. Sie merken schon, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Ne? Wir haben eine indirekte. Ja, so bezeichne ich die immer. Das heißt, wir kriegen schon Zahlen am Kopf geworfen oder in der Regel per E-Mail, wie viel Prozent wir an Geldern einzusparen haben. Ja, verstehen Sie die Logik? Ja. So, wo kann ich als Arbeitsvermittler Geld einsparen? Ich kann es einsparen, indem ich sanktioniere. Ja, damit geht für die Stadt Hamburg oder auch hier für die Stadt Berlin die Kosten der Unterkunft runter. Ja, das heißt, hier zahlt der Staat oder die Städte hier in dem Moment weniger an Geld. Ja, der Topf bleibt voller. Oder ich kann Geld einsparen, indem ich einfach keine Maßnahmen bewillige. Und ich spreche jetzt nicht hier von vierwöchigen Maßnahmen wie Word-Kurs, Excel-Kurs, EDV-Kurse, Bewerbungstraining, ja, oder diese, ich fand das herrlich, ne, also diesen Nichtraucherkurs, ja, also ich, Sie haben es ja auch in meinem, ich weiß nicht, ob das ein Brandbrief ist, ja, aber ja auch gelesen, ich musste das reinbringen, ne, ich sammle ja solche Geschichten zu Hause, ja, ich drucke die mir auch immer alle aus, ja, und, ja, von diesen Maßnahmen spreche ich gar nicht. Ja? Die sind auch nicht so teuer. Ja? So, ich spreche hier von Maßnahmen, die wirklich auf eine Ausbildung nachher enden. Ja? Umschulungen. 18 Monate, 21 Monate ist das Maximum. Ja? Die so richtig teuer sind. So, und wenn ich die verweigere, spare ich ebenso Geld. Ja?
Sie kennen ja auch vielleicht die Artikel, wie viel Gelder die einzelnen Städte wieder an Berlin zurücküberweisen müssen. Ne? Ich meine, Berlin lag auch bei 10 Millionen, so wie Hamburg auch. Hamburg hat es korrigiert, ich glaube auf 8,9 Millionen, die wir zurückschicken nach Berlin. So haben wir Geld zu sparen. Ja? 2,5 Milliarden Euro im letzten Jahr. Gesamt für ganz Deutschland, genau. Ja? Das liegt daran, die Summen, was wir an Geldern zur Verfügung haben, die kriegen wir immer mitgeteilt. So und so viele Millionen. Ja? Die werden aber, die verwalten nicht wir, nicht der einzelne Arbeitsvermittler, auch nicht der Teamleiter, auch nicht das Jobcenter, sondern die Zentrale. Die Zentrale sagt den einzelnen Jobcenter, so und so viel Geld könnt ihr jetzt ausgeben. Ja, für die Maßnahme, also Maßnahme zum Beispiel beim Träger, MAT. Haben Sie schon mal das Wort MAT gehört? Ja? Trainingscheck, sagt Ihnen das vielleicht was? Ja, auch für ein Praktikum zum Beispiel. Oder FBW, ja? Förderung beruflicher Weiterbildung irgendwie. Ja, Bildungsgutschein auf Deutsch gesagt. Ja? Da kriegen wir schon ganz genau gesagt, wie viel Anzahl wir herausgeben dürfen. Es wird immer weniger gesagt, als Geld da ist, weil, so die Begründung unseres Jobcenter-Leiters, weil ja eventuell was noch kommen könnte. Ja, weiß man ja nicht. Ich meine, dieses oder letztes Jahr waren es jetzt knapp 9 Millionen, davor waren es 19 Millionen, da habe ich auch Artikel drüber geschrieben, das sind ja immer die Storys liegen ja auf der Straße. Ja, wo ich immer denke, ich mache mich mal wieder dran hier. Ja, das ist gefundenes Fressen für mich. Dann, und das nenne ich wirklich, das ist für mich eine Sanktionsquote. Ja? Oder auch dieser subtile Versuch, habe ich auch gerade hier gehört. Ja? Jemand möchte sich arbeitslos melden oder A2 beantragen. Wohnt in der Bedarfsgemeinschaft, ist wahrscheinlich noch U25. Nö, Sie als Eltern müssen dafür aufkommen, da kriege ich kein Geld. Hier dreh sich Quatsch. Natürlich hat dieser junge Mensch Anrecht auf Geld. Ja, natürlich kann er einen eigenen Antrag stellen. Ja, er kann ja auch einfach ausziehen. Ja, solange er noch kein Geld bezieht, kann er ja ausziehen. Ist er erstmal in der Maschinerie drinne, die wir haben, dann ist er keine 24 mehr, keine 23, keine 18 mehr, dann ist er 5. Ja, dann darf er nämlich gar nichts mehr. Ja, und da haben wir dann auch dieses beliebte Wort Sippenhaft. Ja, und die Sippenhaft, die betrifft nicht nur die Sanktion, die betrifft alles. Ja, wenn ich den Jungkunden sanktioniere, ist die Familie betroffen. Wenn die Mutter sanktioniert wird, ist auch die ganze Familie betroffen. Ja, und wenn es nur 38 Euro sind, ja, aber es betrifft immer die ganze Familie. Für 38 Euro esse ich eine Woche. Ja? Das heißt, eine Person isst dort eine Woche nichts. Mal ganz klar ausgedrückt. Ja? Dann, und das ist das, was ich auch so verurteile. Was auch nicht sein darf. Ja? Dann, also Sanktionsquote im Prozent habe ist mir persönlich noch nie entgegengekommen. Ich glaube, wenn mir das entgegengekommen wäre, auch als ich ja noch etwas braver war, ja, ich glaube, da wäre ich zum ersten Mal auf die Barrikaden. Ja, weil das finde ich, da habe ich gar keinen Ausdruck. Ja, das kann man gar nicht beschreiben, was das wäre. Ja, das wäre Willkür mal hoch 10. Ja, dann, gut, nochmal zum Thema Eingliederungsvereinbarung. Wenn Sie die nicht unterschreiben wollen, ja, man darf ihn nicht mit Sanktionen drohen. Da gibt es eine HEGA für. Definitiv. Ja? Die HEGA, das ist eine Geschäftsanweisung, das ist eine Dienstanweisung. An die haben wir uns zu halten. Ja? Und da steht ganz klar drin, wenn die EGV nicht unterschrieben wird, ja, dann muss der Kunde das begründen, dann darf nicht sanktioniert werden und daraus müssen wir dann einen Verwaltungsakt machen. Ja, was auch nicht besser ist. Ja, ganz ehrlich. Was mich auch so nervt, ist diese Subventionierung von diesen privaten Jobvermittlungen. Ja, die Arbeitnehmerüberlassung.
meinen Sie, Leiharbeitszeitarbeit. Genau, also vorrangiges Ziel ist egal, ob das jetzt U25 ist, Ü25, gilt, wir vermitteln in Arbeit. Sozialversicherungswichtige Arbeit. Das ist wirklich die Präferenz, die wir zu erfüllen haben. Ja, und da kann ich stundenlang mit meiner Teamleiterin diskutieren oder mit sonst wem, die über mir sitzen. Ja, wenn ich sage, ich vermittle doch keinen jungen Menschen in Zeitarbeit, der hat 40 Jahre zu arbeiten, das will gar nicht gehört werden. Ja, weil von ganz oben kommt, Hauptaufgabe ist in Sozialversicherungsarbeit, richtige Arbeit zu vermitteln. Wobei, und jetzt kommt nämlich der ganze Krux dieser Sache, ja, wo ich mich, ach, gleich merken Sie, werde ich in die Decke gehen, ja, wir dürfen gar nicht selber eine Arbeit vermitteln. Das ist der Krux. Ja, wir dürfen nicht Sie in Arbeit vermitteln, die Erwerbslosen. Ich darf Ihnen Vermittlungsvorschläge raushauen, ja, wenn ich mir die angucke im System und wenn Sie selber mal auf die Jobbörse gucken, bei Agentur für Arbeit, ja, oder Arbeitsagentur.de, dann sehen Sie, dass 70-80% Zeitarbeit ist. Und zwar im gewerblichen Bereich. Ja? Das heißt, ich habe 70-80%. Ja? Also, wir dürfen Vermittlungsvorschläge rausschicken, sollen wir ja sogar. Ja? Aber ich selber als Arbeitsvermittler darf gar nicht beim Arbeitgeber anrufen. Ich darf auch keine Arbeitsplätze akquirieren. Ja? Dabei ist genau das, wo ich eigentlich sage, Mensch Inge, das ist das, was du kannst. Du hast dein Netzwerk, du bist ein Netzwerker. Ja? Ja? Und das ist für mich kein Akt, einen Arbeitgeber anzurufen und sagen, hallo hier, ich habe hier jemand. Schauen Sie sich doch bitte an. Ja? Ja, wie lange ist er arbeitslos? Ja? Die Frage kommt immer. Und dann kommt ja immer das, was ja auch gepusht wird von Seiten der Presse, von Seiten der Öffentlichkeit, auch von Seiten der Bundesagentur für Arbeit. Ja, und da stelle ich Sie jetzt an Pranger, und das dürfen Sie auch gerne hören. Ja, die Harzer sind faul. Ja, Bild-Zeitung hat das ja auch so schön geschrieben. Ich meine, die sind ja Vorreiter da. Ja, und das ist das, was den Leuten in den Köpfen hängt. Die Harzer sind faul. Ja, ja, genau, den kenne ich. Ja, 4 Stück in einer Reihe, genau. Ja, ich habe mal hochgerechnet, ich hatte um die 600 Kunden schon. Ja, und vielleicht hatte ich 20, wo ich sagen kann, die waren faul. Ja, die wirklich gesagt haben, ich will gar nichts. Ja, ich will nichts, ich mache nichts. Ja, und ihr könnt mich alle mal. Ja, die aber auch privat nichts dann getan haben. Ja, das habe ich immer, damit muss ich leben. Ist okay. Ja, dann ist das seine Entscheidung und sein Wille. Ja, alle anderen, die ich hatte, und ich meine von rund 600 ist das sehr viel, die wollten. So, wenn ich jetzt anrufe am Arbeitgeber, ja, und mich auch tatsächlich mit Jobcenter melde, das muss ich ja tun, dann habe ich in dem Moment genau die Chance für den Kunden, dass ich sage, guck mal, lieber Arbeitgeber oder ja, bla, Frau bla bla bla, der Mensch will, der hat keinen geraden Lebenslauf, wer hat den heute noch? Ja, so, schauen Sie sich den an. Einfach anschauen. Ja? Und dann wird er irgendwann sagen, das dauert gar nicht so lange, 10 Minuten, eine Viertelstunde, dann schicken Sie ihn vorbei. So, das finde ich, das ist Arbeitsvermittlung. Ja? Und dann geht der Kunde auch hin, was er dann macht, das liegt in seiner Macht, was er daraus macht. Da, ja, ich gehe mit einem erwachsenen Menschen nicht mehr zum Vorstellungsgespräch, außer es wünscht jemand. Ja? So, aber er hat den Fuß schon mal in der Tür. Also, Entschuldigung, also von der künstlerischen Seite finde ich das total wertvoll, was Sie gerade sagen, weil bei Künstlern sieht man so. Ich hatte Agentin, die hat Dreifaches genommen für gleiche Sachen, was ja. Ich geleistet habe. Dreifaches Geld, 1,5 Jahr. Ja, als sie weg war, meine Kunden waren auch weg. Also das, was der Vermittler kann, also für jemanden, der sozusagen, also sucht den Job, das ist total sensibel, machen ja. Oft. Das oft. Ist sensibel. Ja. Bei manchen, die kennen das gar nicht. Ja. Und bei Künstlern sieht man so, was kann gute Agent erreichen. Ja. Ja. Ich meine, es ist nie. Von armen Millionär machen. Ja. Ich meine, es ist nie der erste Arbeitgeber, ja, den ich dann anrufe und der positiv reagiert. Das sind 10, es sind 20, es sind 30, die ich anrufen muss. Ja. Aber ich sage mal, auf die Zeit hochgerechnet, dann telefoniere ich 2 Stunden durch. Ja, oder 1 Stunde heute, morgen 1 Stunde. Ja, und rede mich fusselig.
Ja, der Kunde geht hin. Beim 10. Vorstellungsgespräch hat er dann vielleicht den Job. Ja, dann sind diese 2 Stunden, die ich aufbringe, sind ein Nichts. Ja, weil ich habe ihn dann nicht mehr bei mir. Ja, ich kann natürlich sagen, und das ist ja auch das, was gewollt ist von der Arbeitsmarktreform, auch mit der auch Arbeitsmarktagenda, als das damals alles eingeführt wurde, ich kann natürlich sagen, Zeitarbeit, kein Problem, die kenne ich auch in Hamburg. Ja, mache ich einen Anruf und morgen kannst du dich vorstellen. Es ist so. Ja, ein Anruf und der Kunde kann sich am nächsten Tag vorstellen. Der braucht nicht mal Lebenslauf, gar nichts. Ja, dann ist er auch vermittelt. Aber nach 3 Wochen habe ich ihn wieder da mit einer Kündigung. Ja, und er bleibt mir auf Stocker. Ja, bei 7,89 Euro oder 8,19 Euro zum Teil, ja, bleibt er mir in der Regel auf Stocker. Ich habe ihn dann gar nicht los. Ich muss ihn dann wieder einladen. Ja, und er ist genervt, ja, von der Zeitarbeitsfirma. Und da ist Amazon nicht die einzige Zeitarbeitsfirma, die so arbeitet. Definitiv nicht. Ja. Und da habe ich gar nichts gewonnen. Damit unterstütze ich im Grunde genommen den ganzen Niedriglohnsektor. Und aber was weitaus schlimmer ist, ja, und da kommt jetzt wahrscheinlich auch eher wieder meine Empathie hervor, ich schädige meinen Kunden damit. Ja. Ganze Volkswirtschaft. Und der ist wütend. Der ist wütend auf mich. Ja, der kommt dann, kriegt kein Geld oder wird rausgeworfen oder hat keine Einsätze, hat aber dieses ätzende Zeitarbeitskonto, was er zu erfüllen hat, kriegt aber gar kein Geld dafür. Ja. Und der kommt wütend zu mir. Ja, und lässt den Frust an mir aus. Ja, und darauf muss ich sagen, habe ich überhaupt keine Lust. Ja, das ist vertane Energie für mich und für den Kunden. Ja, also sage ich doch lieber, ja, sofern es noch Arbeitsstellen gibt. Ja. Ja, Hamburg geht jetzt noch, ist noch nicht ganz so katastrophal, weil wir zum Glück den Hafen noch haben. Ja, dann ist immer mein letzter Anker sozusagen. Dann, aber gehen Sie mal ins ländliche Gebiet, gehen Sie mal nach Bayern. Ja, oder gehen Sie nur oberhalb von Hamburg, gar nicht weit. Ja, da ist tote Hose. Ich habe jetzt eine ganz harte Frage, du brauchst ja nicht beantworten. Du hast das jetzt so geschrieben mit dem, wie lange produzieren wir noch Hartz-IV-Tote und sowas. Ja. Kriegt ihr irgendwie eine Rückkopplung im Amt, was passiert mit den Leuten, die sanktioniert werden und vor allen Dingen die, die ganz sanktioniert werden? Oder werden die einfach gestrichen und das wird nirgends gezählt und nirgends irgendwie wahrgenommen? Das war meine erste Frage. Die zweite Frage wäre, wie könntest du, wenn es dann hart an Kritik geht, die gibt es gar nicht, die Hartz-IV-Toten, könntest du das irgendwie belegen oder so? Ich grinse. Also, gerade diese Vollsanktion, die haben wir. Dann, ich tippe mal pro Arbeitsvermittler 1-2. Ja, finde ich enorm viel, ja, wenn man das mal hochrechnet. Ich sehe sie, ich kann sie sehen, ja, wenn ich ins System gehe. Da muss ich wühlen, dann könnte ich sie sehen und könnte zählen. Ja? Ich sehe sie aber nicht deutschlandweit. Ja? Aber ich denke mal, da muss man einen anderen Weg gehen. Ja? Und da muss ich als Journalistin müsste ich daran gehen. Ja? Dann über diese Art und Weise und ganz offizielle presserechtliche Anfrage stellen. 10.400 waren es im letzten Jahr. Laut. So, wirklich voll sanktionierte auf null mit Krankenversicherung und Miete? Das 10.400 waren, also Miete weiß ich nicht, hieß es halt volle Sanktion, 100% Sanktion, aber das wird ja doppelt gesagt. Das Wort genau. Ist unklar. Richtig, ja, weil wir haben die Vollsanktionierten, die aber noch die Miete bekommen. Ja, genau. Gelten auch als Vollsanktionierte. Wir haben aber auch die Vollsanktionierten, die nicht mal mehr die Miete bekommen. Ja? Die gar nichts bekommen. Mir hat jemand geschrieben, er kriegt jetzt 200% Sanktion. Das Jobcenter würde weiter darauf bestehen, obwohl der Richter sagt, das wäre Quatsch. Ja. Also das, nur, dass man das weiß. Also ja. Das ist inzwischen der Wille zur vollständigen Vernichtung. Das ist also nicht mal mehr nur aus dem System raus, sondern wenn ich, das ist wirklicher Vernichtungswille. Das muss man einfach, das ist der Hammer, was da inzwischen läuft.
Okay, das ist genau. Ja, und ein Vorsanktionierter muss aufgeklärt werden, dass er vielleicht, in Anführungszeichen, einen Anspruch auf Sachleistung oder Satzersatzleistung hat, also Lebensmittelgutscheine. Ohne ja. Wohnung und ohne Strom. So, genau, ohne Wohnung, ohne Strom. So, wenn er den Lebensmittelgutschein nicht abholt, verliert er in dem Moment auch den Schutz der Krankenversicherung. Das ist der Krux. Holt er sich einen Lebensmittelgutschein, dann ist er zumindest wieder versichert. Ja? Das Gefährliche ja daran ist, wenn er aus der Krankenversicherung rausfällt, so, und die Sanktion hört auf nach 3 Monaten und er will wieder rein, dann kommt er wieder rein, ja? Fordert die Krankenkasse aber das Geld zurück. Ja? Und da ist es egal, ob das die privaten sind oder die gesetzliche. Ja? Und die fordern das von dem Erwerbslosen zurück. Ja? Und dann beginnt nämlich der Kampf, hole ich mir das vom Jobcenter, ja? Was man ja einklagen kann. Ja? Auch hier wurden Verfahren schon gewonnen, dass das Jobcenter das dann doch zahlen musste. Ja? Ich weiß, nicht von meinen Kunden jetzt, von betroffenen Familien, von Kollegen, wo die Kunden vorsanktioniert wurden, die Mutter aber leider auch. Der Vater leider auch, ja, da melden sich die Eltern bei mir telefonisch, ja, weil der junge Kunde sagt, ruf mal meine Arbeitsvermittlerin an, ja, damit nicht der, gerade dieser Krankenversicherungsschutz, den ich sehr, für sehr, sehr wichtig halte, ja, wo ich dann schon sage, holen sich zumindest mal einen Lebensmittelgutschein für jede Person. Ja. Also im Text heißt es, weil, wenn eine Sachleistung gewährt wird, nicht genau. Lebensmittelgutscheine. Bei mir wäre es zum Beispiel, ich würde, weil ich Lebensmittelgutscheine ablehne, aber wenn ich trotzdem Krankenkasse haben wollte, würde ich vielleicht hinschreiben, ich hätte gerne Briefmarken, damit ich, weil, damit genau, ich Ihnen meine Post schicken kann. Es muss 1 Euro sein. Dass man das weiß, wer politisch gegen diese ja. Sachen agiert, dass er nicht den Krankengutschein, nicht den Essensgutschein haben muss. Sondern ja, das kann auch eine Übernahme der Klassenfahrt sein, zum Beispiel, genau. Diese Einmalleistung. Ja. So, oder wirklich von mir aus nochmal Erstausstattung oder sonst was. Ja? Für ein fehlendes Haus. Für die kalte Wohnung. Ja, Erstausstattung für Obdachlosigkeit. Ich würde kurz mal was anderes fragen, wenn ich jetzt direkt zur Sanktion, vorhin fiel das Wort Personalrat, das ist denn das Verdi? Ja, die Gewerkschaft, wo die meisten dann, wenn Mitglieder sind im Haus, bei welcher Gewerkschaft sind die? Verdi. Bei Verdi, also ja. Richtig. Ja, das heißt also, der Verdi-Betriebsrat sagt, ich sage du jetzt zu dir, sieh zu, wie du klar kommst, lass uns in Ruhe mit diesen angepassten Schwimmen. Ja. Genau. Aber auch Verdi hat die rechtliche Unterstützung meiner Person abgelehnt. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das jetzt in Worte fassen soll. Ich beschäftige mich nur auch schon seit einigen Jahren mit Hartz IV, weil ich bin aus dem Sozialbereich, auch Soziologin und bin auch Betroffener seit Jahren über diese ganzen Prekärgeschichten, die jetzt überhaupt keine Arbeit mehr. Und versuche das ganze Konstrukt, in dem ich ja selber betroffen bin, zu fassen. Und auch dem, was Sie heute gesagt haben, ich habe den Eindruck, es gibt da ein offizielles Bild sozusagen, also etwas, was in der Öffentlichkeit ist, das ist natürlich zweigeteilt, das ist die Bildkampagne gegen Hartz IV, ähnlich der Kampagne gegen Migranten und so weiter vor einigen Jahren, das sitzt jetzt fest, Sie haben es gesagt, und die offizielle Kampagne sozusagen, dass alles schön ist und so weiter, wie das ja das offizielle Bild von Anfang an damals auch aufgebaut worden ist. Und dann, und das ist das, was mich hauptsächlich beschäftigt, gibt es die Fakten. Dass die Realität, die habe ich selbst im letzten Jahr jetzt auch ein bisschen härter erlebt und ich kriege es von vielen anderen auch mit. Das ist wirklich richtig hart und es geht, wie Ralf sagt, bis an die Vernichtung. Bis zum Suizid. Man kann bis zum Suizid getrieben werden, man kann aus der Wohnung getrieben werden durch diverse Sachen. Und gerade weil ich letztes Jahr das mitbekommen habe, das sind so feine Schrauben sozusagen, wo aber eines ins andere greift, sozusagen. Aber jedes Mal sind verschiedene Leute Entscheider. Das ist der Grund, warum mir mein Anwalt gesagt hat, ich kann gegen diese Entscheidung im Einzelnen nichts tun,
weil ich nachweisen muss, dass es persönliche Verfehlungen sind und so weiter. Was ich sagen will, ist, es gibt das offizielle Bild und es gibt die Fakten, so die Realität. Die widersprechen sich aber gegen... Durchaus. Ja. Das heißt also, das, wie soll ich denn sagen, das ist ein... Das eine ist formell und das andere ist informell sozusagen. Informell ist das, was passiert, der Mechanismus, die Maschinerie sozusagen, die de facto auf Vernichtung mehr oder weniger gerichtet ist, was aber offiziell nicht bekannt ist. Das wollte ich fragen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich weiß es ja, das ist vom Grundgesetz eigentlich nicht gedeckt. Ganz im Gegenteil. Deswegen verteile ich die ja so gerne. Ja, ich bringe es auch jedes Mal mit. Ich habe mit meinem Anwalt schon darüber diskutiert. Es ist trotzdem juristisch wasserdicht. Das hat er mir so gesagt, auf dem Klageweg kann man da, der ist auch sehr, sehr gut und ist vor allen Dingen, also ich kann meinem Anwalt nur empfehlen, wenn jemand einen guten Anwalt braucht, der hat mich wirklich da rausgehauen, das wäre eigentlich nicht möglich gewesen. Aber jetzt versuche ich mal eine Frage zu formulieren. Sie sind jetzt die erste Mitarbeiterin eines Centers, die das öffentlich macht. Gut, es hat noch eine andere gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, vor 2-3 Monaten oder so. Das ist ein bisschen schief gelaufen. So, aber ist es nicht möglich, da, also ich glaube zum Beispiel, dass also die Mechanismen im Jobcenter auch dazu führen, dass Leute, die eigentlich sozial eingestellt sind, wie Ihr Kollege auch, dann irgendwann einknicken und sagen, ich kann nicht mehr. Mich hat man auch aufgefordert, da ich im Jugendbereich auch tätig war, im Jobcenter im U25-Bereich zu arbeiten. Ich hätte es machen können, ich habe es nicht gemacht. Ich konnte es von mir nicht verantworten. So, ich weiß nicht, wie soll ich, ist es nicht möglich, da Widerstandsformen, das ist sozusagen die Frage, die ich seit 2-3 Jahren habe, Widerstandsformen zu entwickeln, und sagen wir mal, das auch in die Öffentlichkeit zu bringen und die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, wie die Fakten sind. Dass sich das sozusagen, dass das eine das Formelle, das andere das Informelle ist, was aber de facto abläuft. Ja, das ist ja das, was ich schon auch immer intern versuche mit Mitarbeitern, auch bundesweit. Es ist wirklich verdammt schwierig. Ja? Weil meine Kollegen, so nett sie auch zum Teil wirklich sind, ja? Einfach Schiss haben. Schiss vor ihrem Arbeitsplatzverlust und Schiss vor wirklich dem Mobbing, was sie genau wissen, was kommt. Ja? Ich nenne es Mobbing und ich nenne es Bossing. Ja? Bossing ist das, wenn es von den Vorgesetzten kommt. Ja? Das ist ein Kampf. Das ist Krieg. Bitte? Das ist Krieg. Das ist Krieg. Ja? Und ich sag mal, wenn Sie mich fragen, warum ich mich diesem Kampf aussetze, wahrscheinlich bin ich einfach derzeit noch stark genug. Ja, denn, und ich glaube, ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich Ungerechtigkeit spüre, ist egal ob Jobcenter, ja, oder damals auch schon mit den Atomraketen, ja, dann werde ich zur Hyäne. Ja, und das funktioniert nicht mit mir. Ja, denn ich gehe davon aus, dass sie mir kündigen werden. Ja. Und wenn ich in die Jobcenter gehe, ist egal, ob das mein Jobcenter ist, ob es andere Jobcenter gibt, haben Sie mal beobachtet, wie die Leute da sitzen? Ja. Ja? Sofern es Sitzplätze gibt, ja? Die sitzen alle so da. Ja? Ja? Selbst meine jungen Leute, ja, die ja eigentlich vor Energie sprühen müssten, ja, mit 18, 19, 20, da hat man ja allen Quatsch im Kopf und die Hormone fliegen auch noch sonst wo rum. Ja? Die kommen so rein und die sitzen so da. Ja? Und das macht mir Angst und das macht mich auch wütend. Ja? So. Und dann denke ich, und da denke ich, jetzt stimmt es nicht mehr. Ja? Und das war zu Beginn, war es noch nicht so, ganz zu Beginn. Ja? Und, aber ich stelle fest, und nicht nur im Netz, ja, dass die, ich sag mal, Strangulierung nenne ich das jetzt mal, aber wieder ein neues Wort, ja, das zieht unwahrscheinlich an. Ja, und zwar
für die Kunden, nicht für uns. Ja? Ich habe mich noch nie beklagt, dass ich zu viel Arbeit habe. Ja? So, ich weiß auch von Kollegen, dass die ganz viel Arbeit haben, ja? Weil die einfach zu viel Kunden haben. Ja? Also da nehme ich sie jetzt auch mal in Schutz. Ja? Denn, aber es zieht merklich an, und zwar im letzten Jahr ganz, ganz extrem. Ja? Und wenn ich jetzt sehe, was alles Neues jetzt kommen soll, ja, mit Kündigung EGV, wie wir da zur Hand haben, haben wir den neuen Textbaustein, ja, das wird nicht besser. Ja. Dann. Und da denke ich, da müssen wir anpacken. Kann es sein, dass Sie auch dadurch geschützt sind, weil Sie eben dies auch öffentlich machen? Vielleicht noch. Noch? Ja, und aber ich kann mir vorstellen, dass Sie unterm Strich ja eine höhere Vermittlungsrate haben, mehr Erfolg haben mit Ihrer Vielleicht. Arbeit. Ich ja. weiß es nicht. Ja, ich meine, ich habe mich jetzt, ich werde ja auch als Whistleblower bezeichnet. Eine Arbeitsplatzschutzvorlage ja. oder so, sollten Sie gekündigt werden, ich meine, könnte man ja auch beziehen. Oh, aber wer will in so einem Sauerhaufen weiterarbeiten, wenn man gekündigt wird? Ja, es geht ja darum, ein bisschen lästig zu sein. Ja, genau. Ja, und das ist das. Ich kann das System nicht ändern. Niemals. Ja, das können die Politiker und deren Gesetze. Ich kann es nicht. Ja? Dann, aber ich kann aufrütteln, ja, und ich kann unbequem sein und sagen, hallo, so weit, aber nicht mehr weiter. Ja? Ganz da hinten. Also ich bin auch für die, dass immer mehr Leute die Fakten sagen, wie es ist, weil meiner Meinung nach findet eine Volksverhetzung statt zwischen denen, die ganz viel arbeiten und Steuern zahlen und denen, die halt Hartz IV kriegen. Das ist ganz übel geworden. Und es klingt jetzt vielleicht krass, aber meiner Meinung nach, aus dem, was ich alles erleben musste, ist, der Holocaust hat nie aufgehört. Es ist eine psychologische Fortsetzung dessen. Und das, was ich jetzt höre von Ihnen aus Hamburg, klingt für Berliner Verhältnisse wie Märchenstunde. Was ich alles erlebt habe, und das führt leider in diese, ich habe 2007, 2009 Briefe geschrieben. Und wenn ich die wieder lese, merke ich, das war kein Einzelfall, sondern das war mit genau. von Anfang an. Und ich bin der Meinung, dass man gegenseitig aufklärt über die Fakten, damit die Leute aufstehen und sich wehren. Weil selbst die Jobcenter-Mitarbeiter sagen mir, wenn sie denn mit mir reden dürfen und nicht nur in Floskeln sprechen, auswendig gelernte Floskeln, dann sagen sie mir, sie können auch nichts tun, sie sind mit Arbeit zugepackt bis oben voll und nicht mal der Leiter des Jobcenters könnte was tun, das können nur die Politiker. Und das ist, glaube ich, wirklich alles ganz bewusst gewollt. Und ich glaube, wir müssen einfach aufstehen und die Wahrheit sagen, wie einzelne Fakten sind. Und zwar auch im privaten Kreis, wo man angegriffen wird. Und das Bild des faulen Hartz IV ist ja immer noch. Mir hat man gesagt, wir können sie auch in die Fabrik stecken. Da habe ich gedacht, ja, wo bitte ist denn hier eine Fabrik? Noch mehrere Plätze, Arbeitsplätze haben. Also, unfassbar, was da alles abgeht. Das ist unglaublich. Ein Darlehen für einen Kühlschrank beantragen im Februar, anderthalb Jahre später, ein Darlehen nur, anderthalb Jahre später Antwort kriegen, da Sie den Antrag im Winter gestellt haben, wo Ihnen zuzumuten gewesen wäre, das Ganze aufs Fenster zu stellen, wobei ich keine hatte, und von konservierbaren Lebensmitteln sich zu ernähren, wo wir heute wissen, dass in fast jeder Zahnpasta Rattengift ist und die konservierbaren Sachen zu Alzheimer und Parkinson und so weiter führen, etc. Das schreiben die. Deswegen lehnen wir den Antrag ab und wir nehmen an, sie haben inzwischen einen, weil es so lange gedauert hat. Ja, das ist genau diese Willkür. Ja? Und das ist menschenverachtend. Ja? Weil da hat sich der Leister in meinen Augen ein Recht rausgenommen, über was zu urteilen. Was er gar nicht hat, das Recht. Ja, Winter hin oder her. Ja, oder was ich auch immer viel mehr erlebe, das weiß ich nicht, ob das in Berlin auch so ist, Sanktionen werden ausgesprochen, aber es gibt keinen Sanktionsbescheid mehr. Weder ein Änderungsbescheid noch ein Sanktionsbescheid. Die Leute kriegen gar nichts oder sie kriegen zwei Zeiler, ja, in dem steht, sie sind sanktioniert von bla 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 bis bla bla bla, aber kein Grund und gar nichts, ja. Ja, und der Umfang entspricht so und so viel Prozent. Ja, keine Rechtsfolgebelehrung, gar nichts.
Ja? Wo ich dann denke, wenn die mir entgegenkommen, ja? Wo ich denke, super, ja? Muss ich mir irgendwie schnappen, diesen Kunden. Ja? Ist rechtswidrig. Ja? Eine Sanktion muss einen Sanktionsbescheid haben mit Rechtsfolgebelehrung, damit es in Widerspruch gehen kann. Alles andere ist rechtswidrig und darf so gar nicht rausgeschickt werden. Ist gar nicht gültig, die Sanktion. Ja? Und auf Nachfrage, warum nur noch ein Zweizeiler geschickt wird, bekam ich nur zur Antwort, das geht ihn nichts an. Ja? Ich habe bis heute keine Antwort darüber bekommen. Ja? Aber ich bin froh, und das sage ich jetzt auch so öffentlich, dass ich einen Namen habe in Hamburg. Ja? Bei den Trägern, bei den Verbänden, bei den Erwerbsloseninitiativen, Arbeitsloseninitiativen, ja, die mich im Büro anrufen, ja, und sagen, passen Sie mal auf, Frau Hannemann, ich habe den Kunden, was können wir machen? Ja, kann ich den vorbeischicken? Wo ich immer sage, schicken Sie mir alle. Ja, dann, oder wir machen das telefonisch. Ja, und da bin ich wirklich froh. Also es spricht sich rum, ja, und das ist auch gut so. Ich wollte noch einen Vorschlag machen, nämlich das eine ist eben, dass man die Leute wirklich über die Fakten aufklärt und wegkommt von diesem, ich schäme mich, dass ich entweder Aufstocker bin oder davon angewiesen, darauf angewiesen bin, weil die Wirtschaft so ist, dass man sich auch immer überlegt, bei jedem Job, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren oder beziehungsweise woher kommt das Geld? Welchem System diene ich mit dieser Arbeit? Und ich glaube, dass, wenn man das immer mehr Leute sich darüber Gedanken machen, kann man die Politik irgendwann dazu nötigen, dass das Volk eben die Mehrheit ist. Ich kann auch kurz antworten. Ich bin ich bin Soziologin und seit 2, 3 Jahren versuche ich die Leute zu überzeugen, ihre Geschichten, die ja in der Tat immer schlimmer werden, also gerade im letzten Jahr, aufzuschreiben. Ich würde die sehr gerne sammeln und das sozusagen mal zusammenzufassen, soziologisch. Das ist in den letzten 2, 3 Jahren, die meisten haben mir dann gesagt, also waren sehr ängstlich und wollten das eher nicht machen. Ich habe den Eindruck, es ist aber ganz wichtig, die Fakten zu sammeln. Und wir müssen die Angst verlieren, darum geht es. Ich finde, es ist ganz wichtig, ich würde das nicht alleine machen. Es muss auch keiner die Angst haben, dass die Namen öffentlich werden, bekannt werden oder so. Das kann man alles anonym machen. Aber die Geschichten müssen zusammengefasst und gesammelt werden, und dass man einfach Material irgendwann hat, dass man da auch mal präsentieren kann. Und zwar nicht die Einzelfälle, sondern gesammelte Einzelfälle. Die man richtig schon. Ja, werden ja schon gesammelt. Ja. Also ich schreibe auch an meinem Buch. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, ein Buch zu schreiben ist sehr mühsam. Ja. Und darf ich ein bisschen mit eingreifen jetzt hier, dass wir in Richtung Ende kommen? Da hinten ist eine Frage und da ist noch eine Frage. Eva als erstes. Ich habe keine Frage, ich möchte gerne was zu 4 Punkten sagen, wenn ich darf. Diese ist okay, wenn Sie vorkommen? Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar, macht mir zum Beispiel eine Dienstausbeschwerde, macht das Sinn? Also wer schreibt wenn die? Wenn ich jetzt sowas höre, wie von mir, ach so, so rum. Okay. Als Grund für die Dienstausbeschwerde, das ist schikanös. Die landet beim Teamleiter? Ja, also jetzt, man kann ja auch gleich eine Dienstausbeschwerde nach Nürnberg, glaube ich, ne? Ja, und dann gebe ich Ihnen einfach einen Tipp, googeln Sie mal, was die Standardantworten sind, ja, vom Beschwerdemanagement. Also ich habe, einen Moment, ich habe noch nie erlebt, ich weiß von vielen Kunden, die Beschwerdebriefe geschrieben haben, Teamleiter, Standortleiter, Ombudsmann, ja, Ombudsfrau, Gewerkschaft, BA, dass sowas wirklich durchgegangen ist. Ja. Und ich glaube, da ist dieses, wir schützen unsere Kollegen. Ja. Also es gibt da so einen Spruch, die ist die eine Krähe. Genau. Und den würde ich da sehr passend finden. Und gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschweren, ansonsten auszuweisen? Also es gibt ja die Ombudsstellen. Also es gibt Leute, die gegen die Jobcenter-Mitarbeiter klagen und die kriegen dann umgekehrt eine Klage wegen Verleumdung. Ja, und das Prinzip ist halt, dass die Staatsanwaltschaft nicht frei ist,
Und da sagt man von oben sofort, Moment, was der Kläger, also der Harzer will, wird nicht gemacht, aber was das Jobcenter will, dem wird stattgegeben. Und dann geht die Klage genau umgekehrt. Das ist eine Riesensauerei. Oder wird eingestellt wegen mangelndem Interesse der Öffentlichkeit. Genau. Ja. Ja. Im Namen des Theaters. Ist es recht, wenn ich jetzt hier stehe und sage, dass wir langsam zum Ende kommen und dass ich hier mit den Fragen jetzt... Das sind zu wenige Einzelfälle. Es wird so verkauft als persönliches Einzelschicksal in den Medien. Nein, ich bin immer noch der festen Meinung, es wehren sich zu wenige Leute. Ja, ja. 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 Ja, das ist das Problem. Bei der Angst, ja. Oder beim Nichtwissen. Nichtwissen und Angst. Ja, weil wenn sich jemand wehrt, dann kommt ja sofort die Angst, der Arbeitsvermittler ist dann nicht mehr nett. Dann sanktioniert er, dann droht er mir noch mehr, was ja durchaus geschieht. Ja, es ist eine panische Angst. Ja, weil nicht umsonst, ich sag mal, ja, die Last ist schwer, wirklich auf dem Rücken. Ja, die Leute kommen gekrümmt rein. Und die Körpersprache, finde ich, spricht eine ganz große, deutliche Sprache. Ja, viel mehr als das Verbale. Ja, ich würde gerne zu vier Punkten was sagen, die aber, die alle vier zusammengehören. Der erste, der kann ein bisschen auch einen Blick darauf werfen, warum das so schwierig ist, Jobcenter-Mitarbeiter dafür zu gewinnen, ähnlich aufzutreten wie Sie. Mit den anderen Punkten beziehe ich mich teilweise auf das, was du angesprochen hast, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Wir machen mit bei der Berliner Kampagne gegen Hartz IV und wir sind die Gruppe, die auch diese Broschüre zu Sanktionen, wer nicht spurt, kriegt kein Geld, herausgebracht hat. Und mit dieser Broschüre wurde ja vor 2,5 Jahren das Bündnis für ein Sanktionsmoratorium angestoßen. In der Phase, wo wir mit der Broschüre rauskamen, haben wir vor einer Personalversammlung von Jobcenter-Mitarbeitern in Berlin Flugblätter verteilt mit der Überschrift "Wir suchen die deutsche Fabienne". Also es war die französische Jobcenter-Mitarbeiterin, die sich geweigert hat zu sanktionieren. Und zu einem Workshop, der hieß Visions of Labour, kamen dann tatsächlich auch ein paar Jobcenter-Mitarbeiter und so ergab sich, dass wir mit 5 uns etwa 1,5 Jahre getroffen haben. In der Hoffnung, diese 5 dazu zu bewegen, mit dem, was sie im Jobcenter erleben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben dann ziemlich herbe Erfahrungen machen müssen. Also einerseits fanden sie unsere Sanktionsbroschüren, was wir da rausgefunden hatten in Gesprächen mit Sanktionen, fanden sie sehr gut. Aber diese 5, das spiegelt ganz gut wider, was im Jobcenter abläuft, sind dann auseinandergedriftet. 2 von denen hatten befristete Verträge, die wollten auch unbedingt die Entfristung, um im Jobcenter zu bleiben. Und wir merkten über die 1,5 Jahre, wie sie sich immer mehr anpassten und immer verschlossener wurden uns gegenüber. Eine andere wurde massiv krank, die hat ein halbes Jahr gefehlt und die hat es einfach nicht mehr ausgehalten und hat sich dann zurückversetzen lassen in die Wohngeldstelle, wo sie mit diesem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun hatte. Wiederum eine andere, die war nur angewidert, die kam nur zu einem Treffen, die war so angewidert von dem, was sie im Jobcenter gegen uns durchsetzen sollte, dass sie sich ganz woanders hin beworben hat. Die ging dann zurück nach Kassel und wollte nur noch weg davon. Und eine andere wollte ihre Ruhe haben und in Ruhe weiter in der Widerspruchsstelle arbeiten. Die kam auch nur einmal und sagte, das belastet sie, die Gespräche mit uns, sie will damit nichts zu tun haben. Also das wirft so ein bisschen einen Blick darauf, wie schwierig das ist. Und das sollte uns aber anspornen, dieses Beispiel von Ingrid Hannemann denen zu erzählen, die vielleicht noch ein bisschen offen dafür sind. Also den Jobcenter-Mitarbeitern, die vielleicht vor der Pensionierung stehen, die vielleicht verbeamtet sind, wenn wir das im Gespräch rausfinden. Also die, wo wir irgendwie das Gefühl haben, die könnten darauf anspringen. So, jetzt komme ich zu Punkt 2. Du hattest davon gesprochen, es gibt so eine die offizielle Wahrheit und eine inoffizielle. Es gibt nach unserer Erfahrung noch was dazwischen. Also es gibt ganz verbreitet, auch durch die Medien verbreitet, dieses Bild vom faulen Erwerbslosen, das wird auch immer wieder beschürt. Diese Parasitendebatte wird immer wieder neu aufgelegt. Und daneben gab es aber auch schon, aber sehr versteckt, Hinweise darauf, was real durchgesetzt werden sollte. Es ging ja gar nicht um die Vermittlung von Massenerwerbslosen, sondern eigentlich ging es ab 2002 um die Durchsetzung von Niedriglohn. Und da gibt es, wenn ihr das im Netz sucht,
Also ihr findet es auch auf unserer Homepage, diese Homepage www.harzkampagne.de. Da steht das Gutachten vom wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums für, damals hießen die noch, Forschung und Technologie. Nein, ich finde das nicht sinnvoll, immer nur zu fragen. Das ist eine Information. Mich interessiert diese Geschichte eigentlich nicht so sehr. Ich würde lieber Fragen stellen. Ja, soll ich jetzt weitermachen? Ja, mach mal weiter noch. Lass sie mal weitermachen. Sie ist voll Expertin. Ich glaube, dass es hilfreich ist. In diesem Gutachten steht auf Seite 41 klipp und klar, mit der Einführung von Hartz IV, dass die Sozialhilfe abgesenkt werden soll, damit der Niedriglohn in ganzer Breite durchgesetzt werden kann. Und die Absenkung der Sozialhilfe, die hat stattgefunden in dem Moment, wo Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt wurde. Im Ergebnis fiel da für uns viel weniger ab als vorher mit der Arbeitslosenhilfe. Der dritte Punkt, das ist ein Mutmachpunkt, also den finde ich auch nicht unwichtig. Was das Thema Verfassungswidrigkeit anbelangt, ne? Also hier hieß ja vorhin, es wird alles gedeckt und die Richter tragen das bisher auch mit. Aber es gibt da Lichtblicke. Also der Lichtblick ist nicht nur, dass Ralf sich hochklagen will bis vor das Bundesverfassungsgericht, sondern es gibt einen bundesweit bekannten ehemaligen also Richter vom Bundesgerichtshof. Das ist Wolfgang Neskowitsch, vielleicht kennt ihr ihn, der war als Bundestagsabgeordneter in der Fraktion von Die Linke, ist aber im Streit mit Die Linke jetzt aus der Fraktion raus, ist aber weiter Bundestagsabgeordneter. Und der hat im März vor einem Jahr mit Isabel Erdem, einer weiteren Juristin, einen Artikel geschrieben, wo er darlegt, sehr begründet darlegt, warum Sanktionen verfassungswidrig sind. Und die beiden sollten eigentlich mit ihrem Artikel totgeschwiegen werden. Es gab darauf nur eine Erwiderung von einem Sozialrichter namens Burkitschak. Auch das kann man alles im Netz finden. Und uns hat das so geärgert, dass Nesbitt-Frage totgeschwiegen werden sollen, dass wir dabei sind, ein Streitgespräch zu organisieren. Und dieses Streitgespräch zwischen Wolfgang Neskowitsch und Uwe Berlitt ist Bundesverwaltungsrichter, das wird Ende Juni stattfinden. Also wir haben Mitveranstalter gefunden, die VDJ, die Vereinigung Demokratischer Juristen und Verdi, werden als Mitveranstalter auftreten. Das Streitgespräch findet statt und wir wollen auch damit an die Presse. Und das ist so mit, das ist ein kleiner Stein, aber das kann sich entwickeln, weil damit verhindert werden soll, dass dieser Artikel, dieser wichtige Artikel, totgeschrieben wird. Ein anderer, der letzte und vierte Punkt, das ist die Frau leider weg, schade, die wäre da eigentlich nötig gewesen, bei dem, was ich jetzt noch anbringen will. Es gibt am 14. März eine Jubelveranstaltung von SPD und Co. bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine Jubelveranstaltung, weil Gerhard Schröder da auftreten wird. Es geht um die Agenda 2010. Es geht um die Agenda 2010. Das Ganze findet statt in der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hiroshima-Straße, also hier in Berlin. Ihr könnt euch dort alle anmelden. Ihr könnt euch alle anmelden. Man muss sich anmelden bis zum 8. März. Ich würde das aber so schnell wie möglich machen und nicht irgendwie Kampagne gegen Hartz IV oder Bündnis für den Sanktionsfonds oder wo immer oder BGE oder so, sowas nicht angeben, sondern irgendwas anderes Unverfängliches und dann verteilt im Publikum sitzen. Nicht als Pult auftreten. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht davor mit Plakaten. Ich glaube, es ist sinnvoller. Verteilt im ganzen Publikum verstreut sitzen zwischen diesen ganzen konservativen SPDlern und anderen aus Jobcentern, Geschäftsführung und wer da alles aus dem Bereich Arbeitsmarktpolitik auftreten wird. Und gut vorbereitet reinzugehen. Das heißt, wie viele Sanktionen hat es gegeben? Wie viele Klagen sind erfolgreich? Wie ineffektiv ist die Arbeitsmarktpolitik? Also macht euch da kundig vor, bereitet euch vor und dann einfach verstreut im Saal in einem passenden Moment aufstehen und sich ein Rederecht einfordern. Also das, so dass Sie nicht Ihre Jubelveranstaltung alleine machen können. Ihr findet das auf der Website der Friedrich-Ebert-Stiftung. Beziehungsweise wir können... Ich schicke es dir zu, du setzt es auf deine Seite. Ich habe auf meiner Seite direkt auf das Anmeldungsformular verlinkt. Das kann man direkt ausmachen. Möglichst viele und gut verteilte Seiten. Kann man
man sich auch über irgendwelche Träger, mit denen man zu tun hatte. Also ich stehe jetzt hier, um die Sache langsam auch zum Ende zu führen, ohne zu gewalttätig zu sein. Aber da ist noch eine Frage, die ganz wichtig ist. Und dann ist die Frage, vielleicht lassen wir noch zwei weitere Fragen zu. Und dann beschließen wir langsam den Abend. Dann sage ich aber, also diese dann, das wäre die erste der zwei. Und wenn dann noch was ist. Also ich habe auch keine Frage, sondern auch eine Ansage. Na super. Ich denn, gehöre zu den Leuten, die sich wehren. Bis jetzt auch so als Einzelkämpfer, wie es ganz viele gibt. Und es ist jetzt auch ein Stück ein großes Verdienst von Ralf Böß, dass er da so ein bisschen eine Vernetzung und Leute schafft und Leute zusammenbringt. Ich habe mir vor 2 Jahren selbst eine Sanktion auch einmal eingefangen und klage inzwischen seit 2 Jahren. Mitte April habe ich die Klage eingereicht. Ich bin immer noch in der ersten Instanz. Einfach mal auch so der Zeitablauf bis nach Karlsruhe. Ich habe dann den Fehler gemacht, das hat mir mein Richter in dem Fall dann auch schon gesagt, erst nach dem Widerspruchsbescheid zu klagen und nicht so lange, wie die Sanktion noch wirkte. Er hat mir gesagt, ich hätte eine Chance gehabt mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung, solange die Sanktion wirkt. Denn da gibt es einen unmittelbaren Nachteil, der abzuwehren ist. Danach war das angeblich nicht mehr der Fall. Bloß die Schulden habe ich noch gehabt. Und ich habe dann aber auch Folgendes gemacht. Ich habe mich zurückgelehnt und überlegt, was läuft denn hier eigentlich? Ich suche ja Arbeit, aber die machen nichts für mich. Dann habe ich zeitgleich 2 Klagen eingereicht. Einerseits gegen die Sanktion und andererseits eine Tätigkeitsklage, das Jobcenter auf Vermittlungsleistung verklagt. Und beide Klagen laufen noch. Ich habe das beides ganz bewusst ohne Rechtsanwalt gemacht, weil man das zu den Gebühren, die kriegen können, einen solchen Aufwand überhaupt nicht zumuten kann. Und es gab in beiden Fällen einen Termin zur Erörterung der Sachlage, der war sehr interessant. Und bei mir steht jetzt in absehbarer Zeit eben dann in beiden Klagen die Verhandlung an, die öffentliche Verhandlung. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich auch in die Öffentlichkeit gehen möchte. Ich saß letztes Mal mit einer Begleiterin, dem Richter und der Jobcenter-Vertreterin in einem Raum, wo vielleicht 250 Leute reinpassen. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal den Raum wiederkriege und dass er dann voll ist. Und die Presse auch mit dabei. Also ich werde das dann auch über diese Kanäle, wenn ein Termin vorliegt, das kommunizieren. Und es ist eine interessante Geschichte. Ich kann auch jedem, der sich dafür interessiert, empfehlen, sich eine solche Verhandlung einmal anzuschauen, sich rumzuhören, wo läuft etwas. Die Verhandlungen sind öffentlich. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Denn da verhandelt man nicht gegen das Jobcenter, sondern sozusagen gegen den Richter oder die Richterin. Denn die Lady vom Jobcenter oder der Herr, meistens sind es Ladies, die sitzen einfach da und sagen gar nichts, wenn sie nicht vom Richter gefragt werden. Und wenn der Richter dann sagt, ja, also ich würde dem, ich neige schon dazu, dem zuzustimmen, dann sagt das Jobcenter, das wird anerkannt. Und dann wird man also total ausgebremst und also das ist interessant. Ich hoffe, es kommen dann viele zu meiner Verhandlung. Viel Erfolg. Jetzt war noch eine Frage. Ich hätte gerne noch mal was. Kannst du mal 2 Sätze sagen über die Eingliederungsvereinbarung unter Vorwand? Das habe ich noch nicht so ganz gut verstanden. Geübter Mann hier. Okay. Also, das gebe ich wirklich aus. Das Allerneueste, was jetzt kam, also man muss sagen, früher habe ich immer gesagt, Eingliederungsvereinbarung nicht unterschreiben, Verwaltungsakt. Verwaltungsakt kann man beklagen. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, Eingliederungsvereinbarung unterschreiben, draufschreiben. Unter Vorbehalt der rechtlichen Überprüfung, dann kann man das Ding in Ruhe hinlegen und sagen, okay, wenn die irgendwas machen, dann mache ich die rechtliche Überprüfung. Und damit kann es sein, bei vielen Ämtern scheint es so zu funktionieren, dass nicht überall, dass dadurch die Eingliederungsvereinbarung in eine Art von Schwebezustand geraten ist, weil sie ist nicht, weil sie wird halt erstmal rechtlich überprüft, ob sie überhaupt funktioniert. Bei vielen scheint es schon geklappt zu haben, dass bis die rechtliche Überprüfung gelaufen ist, also diese 6-Monate-Frist überschritten war, sodass die überhaupt nicht, dass die Eingliederungsvereinbarung gar nicht mehr vollzogen werden konnte, so in der Richtung. Es kann auch kein Verwaltungsakt gemacht werden, weil sie ist ja unterschrieben. Das heißt, nur wenn es nicht zu einer Eingliederungsvereinbarung gekommen ist, kann ein Verwaltungsakt gemacht werden, also sowas. Und dass dadurch keine Sanktionen und kein Druck auf Pflichtverfüllungen möglich sind. Weil sie dann, also das wird im Moment stark diskutiert. Viele haben damit schon positive Erlebnisse. Und ich persönlich, ich habe in
Münster einen Vortrag gehalten, da hat mir einer dazu einen Stempel gegeben. Also da kann man direkt hingehen, offiziell den Stempel draufsetzen, unter, die kann man ja machen lassen bei Vista Print, ne? Und der ist ganz nett, der steht, ist auch im Netz, kann man ihn angucken. Aber da steht noch was anderes drauf, unter Einhaltung der Grundrechte. Unter Vorbehalt der rechtlichen Überprüfung und dass kein Grundgesetz außer Kraft gesetzt wurde, auch nur angetastet worden ist. Wer prüft das hin? Das muss man im Gericht als Feststellungsklage angeben. Also man kann das im Gericht, das heißt Feststellungsklage, aber das ist für mich jetzt ein Gebiet, was ich gerne an unsere Rechtsgruppe weitergeben würde, dass man das mal genauer durchguckt, ob das wirklich Zug hat. Er sagt schon wieder von vornherein nein. Aber zu schwierig für Leid. Aber es gibt da eine super Seite zu dem Thema, die ist auf meiner Seite gleich auch verlinkt. Eine super tolle Seite, wo das genau erklärt wird mit allen Vorder- und Hinterteilen und so weiter und so fort. Genau, und wenn Sie eine Maßnahme besuchen und die Maßnahme wird abgebrochen, aus irgendeinem Grund, dann müssen wir die bestehende Eingliederungsvereinbarung jetzt kündigen. Ja? Also das ist ganz neu. Das ist so richtig druckfrisch. Ja? Das könnte ein Problem geben, weil wir ja dann wieder eine neue machen müssen. Ja, das heißt, wirklich als Beispiel, Sie machen irgendeine Maßnahme, ist egal was, aus der Maßnahme gehen Sie raus, dann muss ich als Arbeitsvermittler Ihnen die bestehende Eingliederungsvereinbarung kündigen, schriftlich, und begründen, warum. Ja, dafür haben wir auch schon fertige Textbausteine. Ja, aber noch nicht im System, müssen wir immer rüber kopieren. Ja, das ist auch sinnvoller, aber man unterschreibt es nicht. Aber was ist denn dann mit Sanktionen? Ja. Und dann müssen wir wieder, dann machen wir nach ausführlicher Beratung, und jetzt kommen wir nämlich wieder auf dieses Diskussionsthema, wie weit muss der Arbeitsvermittler beraten, wir müssen beraten, ja, auch nach SGB 10, müssen wir sie erneut ausführlich über die neue Eingliederungsvereinbarung beraten. Sie müssen einverstanden sein, Sie dürfen Vorschläge bringen, auch Gegenvorschläge, und im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, das ist jetzt der neue Clou. Der wird ab sofort umgesetzt. Ja, damit seid ihr ja auch handlungsunfähig. Wenn ich anfange mit dir zu verhandeln, das braucht 4 Stunden. Und wenn du mir dann vorliest, worum es geht, bist du fertig. Ich habe eine Eingliederungsvereinbarung nicht unterschrieben und habe seit einem Jahr Ruhe. Und merken Sie was, das kommt immer mehr. Ja? Man lässt die Leute damit in Ruhe. Und das kann ich auch einfach beobachten. Man lässt sie in Ruhe. Zu den 100% Sanktionen mit Miete und ohne Miete. Was ist da der Unterschied? Ist das eine Steigerung? Nee, das ist eine Wortspielerei in meinen Augen, in der Statistik. Ja? Vollsanktion oder Vollsanktion mit erweiterten Leistungsberechtigten. Das ist ein großer Unterschied, ob ich noch die Miete kriege oder nicht. Ja, aber in der Statistik ist das eine andere Zahl. Ja? Weil die Vollsanktion ohne weitere Leistungsberechtigte, das ist ja lang nicht so viel. Das sind ja weitaus, Entschuldigung, das ist mehr als die mit weiteren Leistungsberechtigten. Und die mit weiteren Leistungsberechtigten, das heißt wirklich, da gibt es nichts mehr, gar nichts. Ja, bei den anderen könnte ja sein, dass noch ein Familienmitglied Bedarfsgemeinschaft was kriegt. Aber der andere kann zum Beispiel vollsanktioniert sein. Ja, das ist eine Zahlenspielerei, eine Statistikfälscherei. Ja, von einem Mitarbeiter oder von der BA. Doch, ich höre jetzt auch. Also, von der Bundesagentur für Arbeit. Das ist eine Zahlenspielerei. Ganz herzlich. So. Insgesamt bedanke. Das ist nicht auf der Sachebene, da ist ein Tief, da ist Schicksal mit hinten dran. Und
das werden wir mal sehen, was daraus wird. Und da müssen wir gemeinsam alle mit einstehen. So ist das. Ne? Und das Wichtigste ist Öffentlichkeit an der Stelle. Das muss ich ganz deutlich sagen. Nur, dass das ganz klar ist, wenn die nicht wäre, wäre sie schon längst nicht mehr da. Ne? Weiter so. Danke. Dem Gastgeber. Ich habe Höflichkeit gelernt. Höflichkeit habe ich gelernt. Wie das denn? Ich hatte noch ein Leben vor dem Jobcenter. Nein, ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch, wirklich fürs zahlreiche Kommen. Und vor allem für die wirklich sehr auch interessanten Fragen, Anmerkungen, Anregungen und das sehr, sehr friedliche Kommunizieren hier untereinander. Das hat mir hier sehr gut gefallen. Wir sind die Berliner. Ja, sind die Berliner, ja. Das stelle ich immer wieder fest. Also ich wollte nur einen Satz sagen. Also ich glaube, dass in diesem Problem sozusagen ist gewechselt die wahre Würde bei den Menschen mit Leistungsfähigkeit. Das ist der Punkt sozusagen, dass dieses System existiert, dass das immer diese Grenze, die wahre Würde, das hat nichts zu tun mit einer Leistungsfähigkeit bei einem Mensch. Sonst könnte ich im Krankenhaus die Leute, wenn sie gerade nichts leisten können, könnte ich sie gleich. Genau. So ist das. Jetzt darf der Hausmeister, der Gastgeber. Ja, nicht Gastgeber. Eingeladen hatte ja die Bürgerinitiative. Wir haben es dann rübergezogen. Und erinnere nochmal an den Korb da hinten. Genau, an den Korb, sicher. Dahinter steht ein Sparschwein. Und. Nee, ich wollte noch mal kurz rüberbringen, also der ein oder andere hat es mitbekommen, wir haben hier die BGE-Werkstatt. Die BGE-Werkstatt ist hier eine Einrichtung im Zentrum Danziger 50, das ist ein sehr kraftvolles Haus, was uns die Möglichkeit, wie hier zum Beispiel diesen Saal zu nutzen, eben halt gibt. Und wir sind dort schon sehr aktiv und wenn es ums Mutmachen geht, wir haben zum Beispiel eine BGE-Therapiegruppe, ja? Wir begleiten uns alle gegenseitig, wir haben dort direkt Treffen. Ich gehe mal einfach mal auf mich selber mal kurz zurück. Ich bin leidenschaftlicher Hartz-IV-Empfänger und hyperaktiver Taugenichts. Und ich bin Wendeberater. Das heißt, ich bewerbe mich direkt auch bei den Jobcentern, ja, weil die brauchen Wendeberater eben halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen auch in mich hineinschmunzeln als ehemaliger DDR-Bürger. Ja, wie man sich über das jetzige System aufregt. Ich kann nur in mich reingrinsen. Ja, ich kann wirklich nur in mich reingrinsen und ich... grinse nach drinnen und nach draußen schreit es nur noch groß Nein. Ich dokumentiere das auch mit einem entsprechenden Button oder mit einer entsprechenden Aktivität eben halt. Ich will eigentlich damit aufmerksam machen, es gibt sehr viele Initiativen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier auch zum Beispiel bei uns in der BGE-Werkstatt mitzumachen. Wir machen Radiosendungen, ja, beim offenen Kanal Alex, direkt zum BGE-Thema. Und da würden wir gerne Initiativen Raum geben, um im Radio... Es wird auch weiter aufgezeichnet per Video, das Ganze wird dann weiter verbreitet. Wir machen hier im Haus jeden zweiten und vierten Sonntag von 16 bis 18 Uhr predigt seine Scheinheiligkeit der BGE-Papst das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, also es gibt viele Aktivitäten, wo man gerne mitmachen kann. Wir warten eigentlich darauf, dass die Menschen kommen, sich einbringen, Themen mitbringen, die wir dann quer verbunden eben halt zum Grundeinkommen und so weiter diskutieren und die Öffentlichkeit schaffen und die Menschen nach vorne bringen, die wirklich sich auch aufopfern, sich zeigen, dass es anders geht. Ja? Denn ich habe keinen Bock, das noch ein zweites Mal durchzuerleben. Das kotzt mich an, kann ich so mal richtig sagen. Und wie gesagt, dann danke für den Besuch und für das heute.